Was geht ab, Leute? Seid ihr ready? Seid ihr ready? Seid ihr ready? Am frühen Morgen direkt am Durchdrehen, Leute. Ich bin ein bisschen hyped gerade. Ich bin gehyped, Alter. Wie geht's euch? Seid ihr schon ausgeschlafen? Ich hoffe, ihr seid ausgeschlafen. Ey, warte. Wir haben uns doppelt. Warum? Ey, ich hab hier wieder was aufgemacht, Doppel. Ich glaube, ich bin durch, Digga. So. Warte, ich mach die Tür zu. Leute, Kick Drymax ist da auch da. Wir werden heute. Ey, das ist Premiere. Man, ich das letzte Mal den Stream so früh gestartet. Ich glaube, das war damals in die ganzen Oldschool-Zeiten gewesen. Oh Mann, Freunde, heute wird ein geiler Tag. Ich bin aufgeregt ein bisschen. Heute wird ein schöner Tag. Und zwar, es kam gerade eine richtig krasse News raus. Das hat mich so ein bisschen geflasht. Und zwar, ich habe gerade auf Twitter geguckt, Leute. Und auf Twitter haben die Leute, also für die Leute, die es nicht wissen, ja. Ich sag euch, heute. Oh Mann, Freunde, ich bin hyped. Ich bin hyped, nämlich heute, pass mal auf. Ihr wisst alle, jeder von euch da draußen weiß, heute um 20 Uhr findet das Fortnite Live-Event statt. Und viele werden sich jetzt fragen, ja, Bruder, da erzählst du uns seit einer Woche von. Was ist denn daran so besonders? Und zwar, ich habe heute eine Epic Games, hat sich heute offiziell zum Fortnite Live-Event geäußert. Und die haben auf Twitter geschrieben und haben die Leaker drum gebeten, sich doch bitte nicht zu Leaks zu äußern. Also es sollen die Leaker, die es gibt, Leute, die sollen keine Leaks zum Live-Event raushauen, weil in diesem Live-Event, in diesem Star Wars Live-Event heute um 20 Uhr so viel Arbeit drin steckt, dass sie einfach gesagt haben, Jungs, bitte, leakt nichts, die Leute sollen überrascht sein, Leute sollen geflasht sein, was da auf uns zukommt. Und ich sag euch ehrlich, oh mein Gott, Freunde. Und ich finde auch gut, die ganzen Leaker haben auch auf Twitter geschrieben, dass sie sich daran halten werden, dass sie nichts zu dem Live-Event leaken werden, weil einige Stunden vorher, ungefähr 3-4 Stunden vorher, werden wieder alle Event-Files hochgeladen. Ich werde wieder nichts leaken, Leute. Ihr wisst, ich bin ja eh schon bei den letzten Live-Events, haben wir uns nichts angeguckt, nichts geleakt. Und die Leaker haben auch geschrieben, jeder, der was leaken sollte, wird blockiert. Finde ich eine gute Sache. Klumpi, Junge, ein Zehner hier. Max kommt auch gleich online. Hat er gerade gesagt, Leute, ich hoffe, ihr seid hyped. Ich bin auch gehyped. Sag ich euch, Real Talk. Jetzt so ein bisschen GTA, ein paar Missionen ballern. Die neuen Diamond Heist Missionen. Und Max müsste auch gleich Discord kommen. Warte mal, müssen wir mal kurz gucken hier. Wir sind auch schon in-game übrigens, oder? Wir sind auch schon in-game. Ich will mich über Discord entmuten. Und dann mal gucken, wann er hier kommt. Freunde, seid ihr alle noch im Bett oder was? Wir haben heute einen Frühaufsteher gemacht. Lockere Geschichte. Sind hier überhaupt welche in meiner Lobby? Oder, oh, ist nur einer in meiner Lobby? Ja, moin. Warte mal, ich werde Max einladen. Wenn er jetzt mal hier Discord kommen würde. Aber der wird wahrscheinlich wieder nichts hinbekommen. Du solltest eigentlich lernen. Oh, Bruder. Ich weiß, dieses auf dem Samstag lernen, das ist das ganz Undankbare. Muss man aber machen, natürlich. Muss man machen, lernen ist wichtig. Nein, Retalk lernen ist wirklich wichtig. Max kommt jetzt auch live. Der sollte gleich kommen. Hey, sagt mal, 1 von 10, wie gehypt seid ihr heute aufs Fortnite Live-Event? Also, wenn, wo Epic Games jetzt diese News rausgehauen hat, boah, ich bin irgendwie noch mehr gehypt. Also ich glaube, da wird heute Yo, was geht ab? Warte, ich starte kurz meinen Stream. Ah ja, perfekt. Bruder, ich bin jetzt schon mit Panzer am Rumfahren. Ich habe mich doch jetzt hier, gestern habe ich mich so geärgert, dass ich mir auch Panzer besorgt habe. Okay, Leute. 10 von 10, Junge. Meinst du schon 11 von 10, sag ich euch ganz ehrlich. So. King Crimex wird gleich da sein. Ich will mal kurz hier den Panzertest machen. Ja, Digga, das Ding läuft auf jeden Fall. Okay, our
little job for Avon, got him rehired, and he's back consulting for the government. Or running it, I can't tell. After that incident at the satellite station, the city's over. Gibt's eigentlich wieder einen Secret Car, Leute, für die Mission? Gibt's ein neues Auto? Das ist die Frage. Guck dir das an hier. Bisschen hier, zack. Cruised. Stop. Mein Mitbewohner Standardskill. Ich bin dein Mitbewohner. Du bist mein Mitbewohner. Nee. Nee, Digga. Nee. Ich komm hier rein, hab dich einfach zu meinem Mitbewohner gemacht. Bist einfach mein Haussklave. So ist das. Leute, ich sag, guck mal, ich könnte jetzt Max runterrufen, er würde direkt runterkommen mit heißem Tee und alles. Okay. Ja, so ein Ding ist das. Let's go! Bruder, ich hab dich eingeladen schon. Ja, warte, ich komm online. GTA Online! Ich bin gehypt. Hast du mal was für eine Story gestartet? Was? Hast du ja Story gestartet? Ja, normal. Okay, nice. Ich bin doch kein Idiot. Holst du dir bald GTA 5 für die PS4, Bruder? Ich hab GTA 5 für die PS4, aber ich sag euch, das ist bei GTA ist das sogar noch krasser als bei Fortnite oder sonst wo. Hey, Klumpi 10er, wieder am Start, dankeschön. PS4 und PC sieht, Bruder, das sind fast zwei komplett andere Spiele, ne? Das ist Welten. Vor allem, ich sag mal, als YouTuber macht man ja auch noch hier Mods. Ja, alleine wegen den Mods ist das schon ein anderes Spiel. Also, ich habe auch früher auf PS3 oder dann PS4 gespielt, aber ich sag mal, als YouTuber wegen Stream-Mods hier, dies, das, Grafik, Mafik. Ist das schon besser? Und alleine schon wegen der Grafik, Leute. Die Grafik, glaubt mir. Ihr wisst, ich liebe PS4. Wir haben auch Monate oder so, jahrelang auf der PS4 nur GTA gezockt. Ja, wirklich. Aber auf dem PC ist es einfach tausendmal besser, muss man einfach wirklich sagen. Es gibt eigentlich wenig Spiele, die wirklich deutlich, deutlich besser sind auf dem PC. Aber bei GTA ist es wirklich so, es ist einfach nochmal ein anderes Game. Ja, du kannst halt auch diese Grafikmods installieren und so. Ja. Halt noch voll viel Luft nach oben. Das Ding ist aber auch die Zeit. Also, oder immer eine Frage an dich. Auf welcher Konsole hast du am meisten Zeit in GTA 5 verbracht? PS3, PS4 oder PC? Ich habe damals PS3, dann PS4 und dann PC. Also ich würde jetzt insgesamt vielleicht PC sagen. Ja? Ich weiß nicht, weil PS3 war schon diese Hardcore-Sucht am Anfang. Ja, stimmt schon. Diese Hardcore-Sucht am Anfang war schon krass gewesen. Dieser Grind, wo noch GTA dann Dings denn alles so rauskam, wo du Stories noch durchgespielt hast. Ja. Weil am Anfang, ich weiß noch, das war ja übelst, ich glaube, 2-3 Jahre später, nach dem eigentlichen Release, kam ja erst auf PC raus, GTA. Ey, ich sag euch, Freunde, wenn GTA 6 rauskommt, das wird alles übernehmen. GTA 6 wird alles übernehmen, also, mit Ansage. GTA 6 will. Digga, ey, was denn jetzt schon wieder los, Digga? Was Knacks denn? OG, 109 Euro, Bruder, oh, danke. Digga, du kannst dich gleich freuen, aber komm erstmal in den Lobby rein. Ah, jetzt ja, ist das ich, Ehrenmann. Nee. Knacks OG. Mann. Kuss geht raus, dankeschön. Und Lama hier noch neues Mitglied. Digga, wie kann man sich denn hier so Hotkeys einrichten bei Discord? Weil ich will mich da immer muten. Ich hab das bei TeamSpeak Rage-Spiel, das geht auf Discord. Ich hab keine Ahnung, Digga. Wir sind jetzt von TeamSpeak auf Discord umgestiegen, weil TeamSpeak. Ja, ich liebe eigentlich TeamSpeak, aber. Ich bin Discord voll der Noob, Digga. Ich weiß hier gar nichts, Alter. Ja, ist egal, Digga. Ich seh ja noch nicht durch. Bist du da? Digga, kannst du dir gleich mal eine einfangen? Ey, wir sind schon. Warte, nee, hier, ich lade dich ein. Kannst du dir gleich mal eine einfangen? Brüder! Die ein Bro, Brüder, sein Bruder da! Brüder! Nimm deine Waffe runter! Hey! Oh shit! Okay, Dick King GmbH, Mauli, Digga! Mauli! Ab geht's rein, Digga! Komm rein! Freunde! One first mission! One shot, one kill! Alle wollen Brüder sein! Außer wir sind die wahren Einbruchbrüder! Die Real Einbruchbrüder seit 2013. Ey, überleg mal, GTA 6 gibt's auch so live, machen die auch so Live-Events, so Live-Konzerte oder so. Ey, ich sag dir, Rockstar Games könnte so viel machen zu GTA 6. Oh. Bruder, überleg dir das mal. Bruder, sag, was wir jetzt machen wollen. Eigentlich müssen wir Gewehrbewaffnung holen. Das haben wir, glaube ich, gestern nicht gemacht. Was ist jetzt hier die nächste Mission? Ich sehe hier gerade nicht durch. Hier, du musst hier gucken. Achso, wir haben jetzt, guck mal, wir haben jetzt diese Bugster-Dinger besorgt. Dieses Bugster-Müll. Warte mal, nee, das können wir noch nicht. Tresorraumbohrer und Einbruchverkleidung haben wir. Ja, Tresorraumbohrer haben wir auch schon. Hackergerät. Jetzt müssen wir Gewehr. Schlüsselkarte können wir auch noch. Lass mal, wollen wir Bewaffnung erstmal holen? Oder Sultan Classic. Diese unregistrierte Waffe meinst du? Oder, oh mein Gott, Nose-Ausrüstung. Boah, okay. Fluchtoutfit. Oder
Also, wir können entscheiden zwischen Nose-Ausrüstung oder Feuerwehrausrüstung. Aber ich sag dir ganz ehrlich, diese Nose-Ausrüstung ist schon geiler, oder? Ja, also das ist halt diese SEK-mäßige. Ja. Nehmen wir mal. Ja, lass diese Nose-Ausrüstung besorgen. Oh, Leute, Fluchtoutfit wird besorgt. Da müssen wir jetzt, denke ich mal... Ey, warum wurdest du... Ah, okay, ich dachte gerade. So, ich schau mit Panzer teleportiert? Nicht. Klumpi, 20 Euro. Dankeschön, Bruder. Ich küsse dein Herz. Klumpi ist eine Ehre, Mann, Digga. Ich sag euch, Real Talk. Digga, Klumpi ist, Kannst du mitfahren? Ja, warte. Oh mein Gott. Okay, heute sind wir einfach ein bisschen schlauer. Wir fahren einfach mit Panzer. Heute sind wir einfach im Panzer unterwegs. Sollen die anderen Leute jetzt kommen? Jetzt kommt wieder keiner. Das ist nämlich das Problem. Jetzt sehen sie. Boah, Standardskill ist mit Panzer unterwegs. Aha. Standardskill ist zu Fuß unterwegs. Aha, da kommen wir mit Panzer. Jetzt kommt niemand. Gestern war größte Action aller Zeiten. Ja. Und jetzt guck mal, wie sie alle weg sind. Weil sie einfach Angst haben. So ist immer, Freunde. Man kennt's doch. Wo ist Nebelix? Der ist draußen. Nebelix. Bist du eigentlich ausgeschlafen oder bist du müde noch? Ich bin eigentlich ausgeschlafen. Ich war ja heute auch tatsächlich mal vor dir wach. Ja, ich war wach gewesen, aber ich dachte mir, der Wecker hat um 8.30 Uhr geklingelt. Ich dachte mir, oh Bruder, nee, eigentlich 9 Uhr Stream starten, brauch nicht. Lass ein bisschen später starten. Ja, ich bin Wecker um 8 Uhr gestellt. Das war wirklich das Kranke bei Philipp. Digga, er steht auf und er ist quasi fertig gemacht. Ja. Ich muss duschen, muschen, Haare machen. Ich muss einfach nur kurz Bart, Digga, und Mütze aufsetzen, das war's. Ja. Ich bin 8.30 Uhr wirklich Punkt aufgestanden, weil ich mir dachte, ich will 9 Uhr hier Streaming-Session machen mit dir. Klumpi, Ehre, danke. So, Freunde, jetzt sind wir hier. Ich weiß gar nicht, das ist doch hier die Bank oder so? Nee, hier, die Bank sind wir schon dran vorbeigefahren. Nein. Wir fahren jetzt zum Polizeirevier, Digga. Ach, zum Polizeirevier? Oh, ja. Stimmt, steht da. Ich bin ja dumm. Steht doch da. Warum sagt sie nichts? Du Idiot. Mit dem Panzer. Schon alleine, dass wir hier mit dem Panzer einfach so unbehelligt rumfahren, ne? Das interessiert einfach auch keinen. Einfach so ein Hightech-Panzer aus dem 22. Jahrhundert fährt hier einfach rum. Okay, also pass auf, wir müssen schnell rein und schnell wieder raus. Du weißt, wo das auch funktioniert. Bei deiner Mutter. Ey! Betritt das Poli... Unauffällig. Lauf langsam rein. Wir machen so, als wenn wir Anzeige machen. Hallo, ich will Anzeige aufnehmen. Ich will eine Anzeige... Warte, ich mache hier so Ablenkung. Ich will eine Anzeige auf... Karin Ritter will ich anzeigen. Warum willst du Karin Ritter anzeigen? Pass auf. Oh, ey! Hey, eine Knarre in der Hand, Digga! Oh. Warte. Digga, die spannende Musik hier. Da gibt eine Anzeige. Nein! Digga, was machst du da? Bruder, was Digga, hast du da... Wir müssen alle abknallen! Bruder, was hast du da schon wieder gemacht? Ey. Ich bin in der Pause. Oh Gott, hier ist Snooze! Hier bei mir! Oh mein Gott. Ich bin tot. Digga, ich laufe in den Pausenraum, auf einmal kriegt man hier 30 Millionen Sterne, Digga. Warte, ich regel das mit Panzer, Bruder. Ich helfe mit Panzer. Ich auch wegfetzen. Ah, so machen wir das jetzt hier. Hab ich einmal weggefetzt. Schieß mal da rein. Wir haben 4 Sterne, ne? Bruder, du musst mit Panzer vorne abhalten. Real Talk, schießt du die mit Panzer kaputt, ich hole eine Ausrüstung und dann wechseln wir, ja? Ja. Ich geh jetzt rein. Wir müssen uns gleich mal Panzerung holen, ja? Mach Tür auf, ich schieß rein. Stark. Boom, Bruder, schieß bitte nicht auf mich, ja? Ja, dich kann ich nicht töten. Ich weiß, aber es ballert hier so. Bruder, ich muss jetzt rein. Okay, mach draußen. Weg, der herkommt. So, was ist hier? Okay, hier ist die erste Tasche. Hab die erste Tasche, sehr gut. Ich komm raus und dann nimmst du die nächste Tasche. Okay, Digga, geh aufs Panzer. Oh Gott. Gib mir Deckung. Ja, geh rein. Oh. Ich geh im Panzer rein. Oh Gott. Da könnten auch welche drin sein, ne? Ich bin mir aber nicht sicher. Wo ist die Nussausrüstung? In dem Umkleideraum. Ja, wo ist denn der? Direkt vorne, geradezu, wenn du reinkommst. Ah. Oha, Bruder, hier sind richtig viele. Ja, zum Glück haben wir Panzer, sag ich dir, ganz Real Talk, ne? Halt die Stellung, ich suche hier gerade noch den Umkleideraum. Ja, das Problem. Ein Dreckshelikopter. Ah ja, okay, ich hab's. Boah. Ja, direkt vom Panzer abseilen ist das Schlauste, was man machen kann. Würde ich auch so immer wieder machen. Okay, rein, Digga.
Oh nein, ich sterbe. Oh, ich hab wieder... Oh, sorry, ich hab gar nicht gesehen. Ganz knappes Ding. Okay, oh, let's go, Session. Oh, Leute, ich hab gar nicht gesehen. Okay, abhauen. Hier, ja, schieben die Cops ab. Wir schaffen's. Wir schaffen's. Warte. Wir schaffen's. Wir müssen hier in den... Let's go. Wir müssen in den Tunnel, Oh, ey, der hat mich gerammt. Oh, was macht der? Breakdance. Jungs, das hat sogar keinen Sinn gegen uns. Oh, Digga, Knacks OG haut nochmal 110 Euro raus, Digga. Digga, der Typ ist insane. Lol, der hat bei mir auch 110 Euro rausgehauen. Digga, er ist Millionär. Er ist Millionär, was? Offiziell. Digga, er ist einfach Millionär, Digga. Knacks, er ist Multi. OG, Bruder, Ehrenmann. Digga, Knacks, vielen, vielen Dank aus dem Gaming-Haus. Also, wirklich geistkrank. Ich küsse dein Herz. Krank, wirklich. Ja. Geisteskrank. Dein Herz kannst du geküsst fühlen. Krank, Bruder. Vielen, vielen Dank, Knacks OG. Warte mal. Freunde. Warum fährst denn hier diese Offroad-Wege, Digga? Ja, Bruder, wir müssen schütteln. Aber ihr Kopf abschütteln. Bruder, guck mal, die sind hier richtig in zivilen Fahrzeugen unterwegs, ne? Ja. Lol. Wie Hunger Games bei dir als Dings. Genau so eine Leute. Als einfach ein Polizist aus dem Sportwagen aussteigt. Genau so eine Leute waren bei mir Hunger Games auch so. Warte, wir fahren jetzt einfach hier hinten in den Tunnel rein. Abfahrt, Leute, Abfahrt. Ja, ja, locker abhängen. Gar kein Problem für King weg. Primax und King Standard Skill. Guck mal, weißt du, wer hier wohnt? King. Deine Mutter. Ey, schade, Digga. Ich find schade, dass du jetzt so vor Weihnachten wirklich über ein Obdachlosencamp drüber fährst. Nee, ich find's schade, Bruder, dass du mal meine Mutter vielleicht, die gestern noch Kekse gemacht hat und so. Naja, gut, ist okay. Ja, nee, es war vorgestern. Schade. Gestern kamen keine Kekse. Nee, ist okay. Doch, vorgestern kam Kekse. Ja, aber vorgestern nicht kam mehr. Kekse. Ich glaube, sie hat ein bisschen nachgelassen. So, Leute, jetzt soll die gleich eigentlich Ruhe sein. Schüttel die Kopf ab. Ah, fahr in die Kanalisation rein. Gute Idee. Ja, da wo du wohnst. Ja, hier wohne ich. Hier wohnt meine Familie. Ah, hi Mama. Lang nicht gesehen. So, Leute, können wir hier stehen bleiben? Oder kannst du dich mit dem Ding hier nicht drehen hier drin? Ich sehe nichts mehr. Scheiße. Oh, lol. Oh, Digga. Fahr raus. Digga, das. Ich sehe nichts mehr. Ey, so ein Bummi, Digga. Ey, warte, wir fahren anders. Oder ja, ich fahr da nicht mehr rein. Boah. Ich dachte gerade, wir kommen da nicht mehr raus. Ich hab ja auch einen MG, merke ich gerade. Ja, lol, du bist ja ein richtiger Experte. Ah, ja, wir fahren da hinten einfach rein. Ja, der einzige Nachteil ist wirklich, dass man hier mit nicht richtig abhauen kann mit dem Panzer. Ja. Wir können uns ja aber auch ein anderes Auto schnappen von davor. Ja. Oder warte, ey, wir rufen einfach Lester an. Ruf einfach Lester an, genau. So ein Ding ist das. Ja, warum machen wir uns das so schwer? Wir sind halt OGs, wir wollten hier noch abhauen. Leute, wir wollten hier noch ein bisschen abhauen. Ach, scheiße, geht nicht. Ja, oh! Ja, gestern ging Lester, Bruder. Hat Proxer gemacht. Stimmt. Ja, wir fahren da hinten einfach rein. Neben der Karte ist ein WLAN-Zeichen. Was ist das WLAN-Zeichen, Bruder? Oder das globale Signal, aber wir sind ja, glaube ich, eh... Ach so, wollte ich gerade sagen. Oh, wir sind nicht eine eigene. Es kann sein, dass gleich wieder so Abfucker kommen wie gestern. Ja, ich weiß, aber Bruder, wir sind mit Panzer unterwegs. Ja, sollen die kommen, Digga. Sollen die doch kommen zu King Crimex und King Standard Skill, Digga. So. So, die Noose-Einheit da hinten will baden gehen, glaube ich. Die geht auch baden. Ich überleg grad nur. Wir müssen da bei der Grove Street reinfahren. Und dann sollten wir eigentlich raus sein. Kennst du den Ort? Wir müssen ein Auto wechseln. Wir müssen einfach Auto wechseln. Nein, wir sind doch gleich da. Hier müssen wir reinfahren, siehst du? Da, warte, hier unten. Da kommen die noch nicht rein. Ah, okay. Oh. Gesund, Krankheit. Ach, Digga. Oh, ey! Guck mal, was wir hier machen. Digga, was hier schon wieder im Live-Chat abgeht, was denn los? Ey, guck mal. Wir hängen fest, nee. Fünfer von Ghoul, danke schön. Neues Mitglied, Marc, danke. Und nochmal 22 Tacken von so. It's Silas, by the way. Gruß geht raus, danke schön. Kurz mal mit dem Panzer hier rein, das funktioniert doch wunderbar. Das passt auch. Hier können die auch nicht rein. Easy peasy. Hier warten wir jetzt einfach. So einfach funktioniert das. So. Ich glaube, die kommen hier rein, Bruder. Nein, die kommen da nicht rein. Ja, natürlich, vor uns kommen die reingelaufen gerade. Hey, gar nicht, Digga. Laberst du? Hä? Ah, nee, doch nicht. Sorry, ich hab mich geirrt. Guck mal, die blinken auch schon, die Steine, Dings da. Ja. Vielen, vielen Dank, Digga, für It's Silas, Bruder. Für
55 Euro. Grüße gehen raus, Alter. Holy moly. Und vielen, vielen Dank an Knacks OG für 110 Euro. Dankeschön für den krassen Support. Ich küsse eure Augen. Und Dankeschön an Dustin Luft für die Mitgliedschaft. Leute, denkt dran. Heute um 17 Uhr großes Fortnite-Live-Event-Stream. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. So. Siehste, die Tricks von Stani funktionieren mal wieder. Die Tricks von Stani laufen. Übrigens, Leute, wenn ihr keine Livestreams verpassen wollt, ganz wichtig, Leute, müsst ihr uns abonnieren und die Glocke aktivieren. Nämlich, wenn ihr die Glocke aktiviert, werdet ihr immer benachrichtigt, wann wir denn live sind. Ja, also ich denke mal, die meisten hier sind natürlich schon Abonnent, aber drückt einfach mal noch die Glocke. Das neben dem Abo-Knopf einfach mal die Glocke drücken. Kostet nichts, Leute. Und ihr bekommt wirklich immer eine. Also ihr verpasst halt keine Streams mehr, weil es ist immer so ein Ding. Guck mal. Nice, hast. Guck mal. Muss ich wirklich lassen. Also ich sag ja nicht auf Gutes zu dir, aber da muss ich dir lassen, hast du gut gemacht. Ja, locker habe ich das gut gemacht. Bruder, weil ich der. Guck mal, hier, wir fahren einfach ganz unauffällig. Die haben uns schon wieder vergessen. Die wissen gar nicht, was passiert ist, dass wir überhaupt im Polizeirevier drin gewesen sind. Ja, die wissen schon gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Wollen wir um 17 Uhr zusammenspielen? Ich spiele aber schon mit Max. Geht nur einer. Oh, danke an die neuen Mitglieder hier, die reinkommen. Yusuf, Leon. Mann, Kenneth. Heute würde es keinen Spoiler geben zum Live-Event. Ich habe schon mitbekommen. Finde ich auch eine gute Sache, sag ich dir ganz ehrlich. Kein Spoiler. Ja. Keine Leaks. Ist gut. Aber was wird denn genau passieren jetzt beim Fortnite-Live? Also, es ist ja so ein Film, der abgespielt wird. Okay, Digga, wir reden gerade davon, dass es keine Leaks geben wird. Max fragt, was passiert. Nein, ich meine, was ist denn geplant? Ist es so ein Kinofilm oder so, ne? Ja, das soll angeblich Das ist doch ein Kinofilm. Ja, das ist so ungezeigte Szenen von Star Wars werden gezeigt, aber das soll wohl so ganz krass groß werden anscheinend. Ich denke mal, die Stormtrooper werden irgendwie angreifen oder irgendwas. Also das soll krass werden. Und jetzt halte ich fest, man bekommt ein gratis Gleiter, wenn du dir das Live-Event in-game anguckst. Wow, okay, krass. Das ist krass, das gab's noch nie. Guck mal, das ist ja das Dolle, Freunde, was mich so flasht an diesem Live-Event. Die Epic Games will heute, das gab's ja noch nie. Die wollen heute unbedingt, dass jeder das Live-Event guckt. Jeder. Ach ey, ich muss echt bis dahin da sein wieder, ja. Und es gab noch nie eine Belohnung dafür und es gab auch noch nie die Anfrage, ob die Leute bitte nichts leaken können. Das gab's noch nie. Ja, ich glaube auch, es wird krank. Und wir wissen, glaube ich auch. Und guck mal, was wir bisher für Live-Events hatten. Ich sag dir ganz ehrlich, das krasseste Live-Event war bisher dieser Monster-Fight gewesen. Ja. Dieser Monster-Fight. Der Monster vs. Roboter. Ja. Das war wirklich ein krasses Event. Und heute... Und heute so noch was Krasseres. Also heute, ich weiß auch nicht, heute irgendwie soll ganz was Tolles werden. So, jetzt sind wir gleich da, hier in der Bude. Ich sag dir ganz ehrlich, wir fahren nur noch mit Panzer rum, das ist ja zu easy. So, für was haben wir uns das alles gekauft? Theoretisch direkt Doppelpanzer holen. Digga, ich hab keine Ahnung, was abgeht, aber meine Nase läuft die ganze Zeit, ey. Ja, du hast gestern niest und alles. Du bist bestimmt krank, ey, du Ekliger. Halt dein Schnauze, Digga. Ey, so, ich war Leute. Ich war auch bei 3 Grad in einem Pool, Digga. Ja, stimmt. Line-Up, Digga, vielen, vielen Dank für die alles 5 Euro für die Donation, Unterhaltung. 10,99 Leute, und 21,99. Danke, Bruder. Danke, Bruder, für die krasse Super. Doch danke, Jungs, für die ganze Mitgliedschaft. Ich küsse eure Augen, ja? So. Ab geht's in die Bude, Digi. Ausrüstung rein, schnell. Bam, 8-Bit. Let's go! Ausrüstungsmission, News-Rüstung abgeliefert. Stark. Abgeschlossen, Digga. Stark. Wir haben einfach gerade Polizeiausrüstung geklaut. Leute, Mitglied könnt ihr werden. Wie kann man Mitglied hier auf Ding werden? Einfach auf dieses Dollarzeichen da unten. Einfach aufs Dollarzeichen unten klicken. Oh, was ist denn das, Digga? Mitglied werden. Oh, Bruder, was ist denn das? Guck mal. So. Oh, warte. Sicher, Bruder. Guck mal, wir müssen jetzt so ein Mädel besuchen gehen. Oh! Siehst du das? Nee. Ah, da unten die Hausfrau. Ja, lass mal die Hausfrau gehen. Lass mal, die sieht lustig aus. Die nehmen wir jetzt. Die nehmen wir jetzt ran, Leute. King Crimex und Standard zu dem Kill. Ey, Bruder. Warte mal. Sicherheitspässe, warte mal. Ah, nee, wir müssen das zweite nehmen, weil das zweite ist Sicherheitspass Stufe 2. Das ist höher, weißt du? Das ist so Dealerin. Und das ist eins, diese Hausfrau ist eins und das ist zwei. Wir müssen zwei nehmen, Leute. Also warte mal, das heißt zu erledigen, wir haben ja oben rechts diese To-Do-Liste. Wir brauchen jetzt noch Waffen. Ja, wir brauchen ein Fluchtfahrzeug. Ja, aber wir können alles nach und nach erledigen. Du siehst ja, was hier alles ist, was hier noch alles offen ist. Ja, okay. Das alles ist ja hier noch offen.
Warte mal. Ja, und was machen wir jetzt als nächstes? Ja, wir machen jetzt hier diese Dealerin Stufe 2. Okay. Das Fortnite-Event ist um 20 Uhr. Aber ich werde den Stream um 17 Uhr starten. Oh. Um 17 Uhr schon. Okay, irgendein ja. Typ hat jetzt einen freien Tag, den müssen wir holen. Warte mal kurz, ich will noch mit Auto fahren. Ja, das ist eine gute Idee. Hol den Nike Shark. Ey, guck mal. Ja, immer Nike Shark. Guck mal, wir sollen jetzt da hinfahren, ne? Leute fahren mit Autos hin, wir kommen mit Panzer. Hä? Hey, was guckst du so, Digga? Pam, Digga. Also ich muss wirklich sagen, in GTA, der Nike Shark ist wirklich das beste Auto. Ja, ist wirklich das beste Auto. Deswegen, mit dem fährst du auch schon seit Anfang an rum, ne? Ja, also der ist irgendwann, glaube ich, mal bei irgendeinem DLC mit reingekommen. Ja. Ich fahre einfach immer mit dem Wagen rum, weil niemand kann dir was. Wirklich. Doch, ich könnte dir was. Nein, auch nicht. Bruder, guck mal, das juckt den Nightshark. Ey, lass mal kurz. Ach, wir haben vergessen, zu Dings zu fahren. Lass mal kurz da hinten zum Waffenladen fahren. Komm mal mit. Ja. Ich will noch Dings hier, schwere Panzerung holen, weil wir haben die ganze Zeit keine Panzerung. Das ist voll. Ihr müsst euch mal überlegen, dieser Nightshark hier. Der fährt übelst schnell und der hält 5 RPG-Schüsse aus. Und hat sogar ein MG eingebaut. Das will ich dolle, ja. Aber gegen Panzer kommst du trotzdem nicht an. Das ist auch zu einfach, dass wir die Mission mit Panzer machen. Aber wir müssen. Wir sind einfach Hacker, wir sind Cheater. Wir sind Cheater, ja, ist echt so. Man kann die Belohnung, also zu dem Live-Event, so wie ich das mitbekomme, lass geradeaus, Bruder, geradeaus. Zu dem, Ammunition. Ach so. Ja. Okay. So. Nee, also 5 Stunden werden wir jetzt nicht live machen, Leute. Wir werden jetzt einfach ein bisschen die Mission, die Vorbereitungsmission zocken und mal gucken. Und mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, ich glaube, lass mal Nike Shark fahren. Der Panzer ist mir zu lahm, Alter. Ich komme gleich mit bei dir rein. Ja, Mann. So, was hier, schwerste Panzerung. Ja. Ah ja, das ist eine gute Idee. Szene, Bruder. Auch mal hier schön voll kaufen. Dann kam hier nochmal 22 Tacken rein. Ah, ich komme jetzt. Line up, danke schön. Achso, ist ja direkt alles voll, oder? Warte mal, ich muss hier, glaube ich, auch noch Waffen kaufen. Wie, du hast keine Waffen, Digga. Ja, doch, ich hab Waffen, warte mal. Bist du ein Anfänger oder was? Nein. So. Nightshark, bester Wagen. Okay, alles gut. Schaut euch allein mal an, wie krank das aussieht mit diesen ganzen Panzerplatten. Warte mal, ich muss noch was anderes kaufen. Weil das geht gar nicht, Bruder, dieses Bug, das geht ja mir richtig auf den Sack. Schau mal mit dem Nightshark, was ich hier mit den anderen Autos mache, Digga. Boom. Ey, warte, nehm ich mal mit. Boom. Okay, warte. Ich sag euch, der Nightshark ist wirklich zu krank. Warte, ich komm gleich. Was lachst du da schon wieder? Was hast du da schon wieder für Scheiße gemacht? Alles gut, Bruder. Nee, du hast schon wieder eine Scheiße gemacht. Was denn? Ich hab dich eingesperrt, du kommst. Hey! Hey, lass mich raus! Er kommt nicht raus, Digga. Ey, das ist, überleg mal, wie du Spieler damit nerven kannst, ne? Guck mal, Bruder. Ah, du Opfer, Digga. Er kommt nicht. Oh Gott, warte, ich sterb hier an meinem Trinkgas. Oh Gott. Warte, ich lass gleich raus. Bruder, zu krank, ja. Warte, ich schieb den Wagen weg. Ey, das ist ja zu dolle. Komm raus. Oh, lass mich einsteigen hier. Digga, aber sehr ehrlich, das war gut, der Prank. Ja, es war zwar super, der Prank. Aber wir fetzen den Wagen hier jetzt weg mit Nightshark! War super gewesen. Hahaha. Wirst du doch, dass die Leute noch fragen, ob ich das Fortnite-Event livestreame? Bruder, wenn ich nicht im Krankenhaus bin, natürlich werde ich das livestreamen.
Der Junge streamt immer. Ich streame immer, Leute, und ihr wisst immer. Das ist ein Dauerstreamer. Ich bin Dauerstreamer-Skill. Bruder, wie fährst du denn? Okay, lass anschleichen. Lass anschleichen. Ja, okay, warte. Ich... Das ist eine Party, Bruder. Okay, das ist eine Party? Ja, ja, nee, keine Waffe, keine Waffe. Bruder, wir müssen jetzt so tun, jetzt... Ach so. Okay, wir tanzen, werden wir auf die Party laufen. Oh Gott, guck mal, wie ich aussehe. Hallo. Oh, warte, ich nehme ihm seine Freundin weg. Ich bagger seine Freundin an. Leute, pass auf, Verdacht, geh da nicht zu dicht dran. Mische dich unter die Partygäste und drücke E, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Solange Lester den... Okay, E, warum E? Achso, wir müssen mit denen reden. Oh, hier, ich rede mit der süßen Maus hier. Hallo. Ich rede auch mit einer süßen Maus. Oh, die hier. Die hier im Pool ist stabil. Ich drück E, Digga. Aber passiert nichts. Ich will reden mit dem Maus. Gar nichts machen. Oh, hinten, guck mal, hinten liegt einer am Boden. Ich glaube, die hat schon zu viel getrunken, Digga. Die ist ja schon ganz am Arsch. Guck mal, das sind hier richtig Suffis, Alter. Wir sind hier auch... Hallo. Digga, Hey, ich rede mit... Ich muss, glaube ich, mit jedem hier reden. Ja, das ist voll die Absturzparty. Digga, guck mal, wie alle hier schon besoffen. Ja, jeder... Keine Musik läuft mehr hier. Einfach, einfach schon Ende im Gelände. Das hier schon. Ich drück eh, aber da passiert bei mir nichts. Tote Party. Und tanzt... Ah, warte, du musst hier neben dir... Bruder, der Verdacht geht hoch. Stell dich mal daneben und tanz. Daneben stellen und tanzen. Bruder, wo denn? Ich, Donation lest gleich vor. Einfach tanzen oder was? Hey, how are things? Stell dich mal hier hin und tanz, dann geht der Verdacht runter. Links hier oder was? Daneben stellen und tanzen. Ja, wie kann ich nochmal tanzen, Digga? Ja, Controller, rechts Balltaste, mit Taste, ich weiß nicht. Finde den Gruppier. Ja, ey, Lester hat ein Bild an. Lester hat ein Bild. Öffne du mal das Bild, ich tanze hier mit denen, dass der Verdacht runter. Das ist eine Olle, Digga. Das ist so eine komische Olle. Ich tanze hier diese Blonde an. Wow, die wollen die Bullen rufen. Oh, die ist krass am Dancen. Nein, Doch, die wollen. Schau mal, der Verdacht sitzt ganz unten. Ich hab den Verdacht weggetan. Oh. Ey, die haben Bullen rufen. Digga, ja, die haben Bullen gerufen. Wo ist die Olle? Find den Croupier. Wir sollen den Croupier finden. Digga, hör doch mal auf zu tanzen hier. Ich glaub, Digga, mein Charakter tanzt weiter. Oh. Wie gesagt, Donation lest gleich vor, Leute. Hä? Wer ist jetzt hier der Croupier, Junge? Digga, ich reicht. Bruder, du kannst nicht. Ich werd jetzt hier jeden abknallen, wenn mir nicht einer sagt, wer der Croupier ist. Wer ist der Croupier? Okay. Bruder. Ich glaube die hier. Ah, hier hinten. Hier hinten, der in der Ecke ist es. Hier. Ich hab den Croupier. Ja, die gefunden. Olle ist das, genau, ja. Ist das die Olle? Nein, hier der Typ bei mir. Hier, nein, der Rote, das ist eine Olle. Ist. Guck dir das Bild an. Ich weiß aber nicht, wo die ist. Ich glaube, das ist die hier, ne? Ist das die hier? Nee, hä? Wo ist die? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wechsel doch auf Waffe. Wir haben verkackt hier, Diggi. Wir haben echt verkackt. Ja, aber ich konnte nicht tanzen, das ist halt das Problem. Ich weiß nicht warum. Was war dir jetzt zu peinlich zu tanzen, hä? Ja, echt, die Gangs tanzen nicht. Aber hier betritt die Party. Wir müssen wieder auf die Party rauf. Nee, warte mal, wir müssen erstmal abhauen, die Bullen abhängen, glaube ich. Ja, komm. Ja, warte. Boah, so kompliziert, ey. Ich wollte einfach nur ein bisschen dancen. Ja. Hat ja super geklappt mit dir hier. Mit deinen Tanzen. Ja, warte, ich ruf Lester an. Ja, ruf Lester kurz an, dann crashen wir nochmal die Party. Es war schon Ende im Gelände dann, aber wir gehen trotzdem nochmal hin. Dann machen wir hier Richt-Session. Why, hello, how you doing? Ja, du musst einmal, das blinkt. Warte. Kannst du nicht Lester rufen? Ja doch, aber dann blinkt nur. Die Sterne. Seit wann das denn? Ja, schon immer. Nein, mein Herr. Seit wann kann man denn nur... Die Sterne müssen blinken. Ey, das war schon immer so gewesen. Aha. Fahr doch mal bitte einmal im Berg rein. Warte, ich fahre hier gerade ein bisschen besoffen. Ich habe auf Chat geachtet, sorry. Sorry. Ja, hier sind überall so Scheißberge, wo man nicht hochfahren kann. Ja, du bist ja immer ein Fahranfänger, das ist das Problem. Hier kann man hoch. Ja, fahr hoch. Jetzt muss ich Sterne anfangen zu blinken, dann kann ich Lester telefonieren. Also ich fahre an Stelle. Man kann immer Lester rufen normal, okay. Hä, nicht verfügbar? Ja, weil wir in der Mission... Ah, lol, okay, GG, Leute. Ich dachte wirklich, wenn es blinkt. Fahr in den Busch rein. Halt an. Ja, hier, warte. Hier, Busch. Geh rein. Nee, geh rein da. Bringt das was? Ja, klar bringt das was. Das bringt was. Geh rein in den Busch.
Die finden uns dann mit Helikopter nicht. Oh. Rein, rein, rein. Aussteigen! Dich werden sie gleich sehen. Och. Nee. Ah doch, hä? Ey! Nicht sehen sie komisch. Ich bin sternenlos. Ich bin sternenlos. Oh, ey, ich sag dir noch den Ultra-Trick. Ja, Bruder, sag doch, dass man aussteigen muss. Hab ich doch! Ja, am Ende. Kurz vor knapp, als die Cops mich schon gesehen haben. Digga! Du hast nur gesagt, ey, den Busch rein. Ich hab gesagt, aussteigen! Ja, Du bist einfach zu schlecht für das Spiel! Ich stell mich jetzt hier in so ein... Ach, Digga. Ja, jetzt muss ich... kurz Cops abhängen. Ja. Ich bin jetzt hier zu Fuß auf dem Berg. Ey, Leute. Wenn man sich mal hier auf jemanden verlassen soll. Digga, jetzt kleben die Cops mir hier am Arsch, Digga. Die gehen gar nicht weg gerade. Ja, du musst dich in den Busch stellen. Ja, aber es blinkt noch nicht. Die sind gerade richtig an mir dran hier. Ja, weil die Zucker von dir haben wollen. Ich will nichts kaufen von euch. Leute, ich kann besser Auto fahren. Das ist eine ganz klare Geschichte. Das haben wir doch gerade auch wieder gesehen, dass ich besser Auto fahren kann. Also worum wird wir doch gar nicht reden. So, dann mal zurück zur Party. Ach, Digga. Ey, der Heli, ne? Ich schwör's dir. Manchmal der Heli ist, der Typ hat 3000 IQ. Nee, der hat nicht 3000 IQ. Oder der geht nicht weg, der bleibt an mir dran. Mann, warum arbeitet mein Mechaniker jetzt nicht für mich? Wollen die mich veräppeln? Weil du nicht auf der Straße stehst. Doch, ich stehe auf der Straße. Lester, helf mir jetzt mal bitte. Lester, Schwester, Leute. So, fahren wir halt mit der Karre hin, die ist auch schnell. Ich glaube, das ist fast mit das schnellste Auto, was man sich so klauen kann. In GTA Online. Der Vapid Bullet. Kennst du den? Nee. Aber es macht jetzt gar keinen Sinn. Eigentlich ist die Mission schon abgebrochen, oder nicht? Leute, ich hab nicht. Da steht ja noch, betritt die ja, Party. Ja, aber das ist echt komisch. Ich bin jetzt auch im Busch. Da dürfte ja theoretisch keiner mehr auf der Party sein. Weißt du, was ich meine? Die Cops jetzt loswerden. So, einmal noch hier kurz. CS Critics haut hier 7500 Rupien raus. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist irgendwas ab 100 Euro. Oh. Ich habe keine Ahnung, was du mir da für eine Nachricht geschrieben hast. Irgendwie ist die Hälfte da mit Sternchen, aber Dankeschön für die Donation, Bruder. So. Okay, ich bin Sterne losgeworden. Sterne sind weg. Sehr gut, sehr gut. Ich check jetzt nochmal ab, ob die Olle da ist. Finde den Croupier, Leute. Okay, warte mal. Wir müssen jetzt hier... Das ist doch die hier. Nee, die hat einen Zopf. Ah, lol. Die alte Olle sitzt hier hinten in der... Nee. Ja, ich dachte auch, dass die tote Alte ist, die da liegt, aber... Ich glaube, das war die hier gewesen. Jo, danke schön nochmal für 20 Euro CS. Danke. Ah, das ist die hier, lol. LOL, die ist richtig voll. Hast du die? Boah, ey, ich sag dir ganz ehrlich, die ist richtig voll, ne? Komm, Bratan. Die sieht da nicht mehr durch. Hallo. Aufstehen. Der kanntest du früher auch immer bei so Geburtstagen, ne? So mit 18, diese 18er-Partys. Immer die Weiber, die einfach immer besoffen waren direkt da. Mann, kennst du ja. Ey, die hat einfach den Sicherheitspass verloren, die muss jetzt suchen. Ey, jetzt häng ich hier fest, oder was? Wo ist der Sicherheitspass? 20 Euro, danke. Hier liegt er, ich hab ihn. Lol, die hat einfach ihren... Die ist so dumm gewesen. Ich fahr ja auch so einen Scheiß gerade zusammen. Okay, also wir brauchen jetzt nicht extra abliefern. Ich komm jetzt zu dir und dann können wir aber theoretisch im nächsten... Ich bin bei dir. Okay, warte, ich komm zu dir. Hey, du hast mit der Karre weggefahren. Okay, warte, rein. Ja. Was hast denn du für ein Gümbelauto da? Aber was denn jetzt mit der alten? Müssen wir die nicht noch heimkriegen oder so? Nee. Okay. Also lass mal die jetzt einfach besoffen da liegen. Wir haben die jetzt da liegen gelassen, ja. Der finde ich nicht gut. Ja, wir müssen aber jetzt zur Spielhalle zurück, ne? Wir müssen jetzt zur Spielhalle zurück. Ja. Wir haben die einfach abgezogen.
Die war besoffen, die hat noch nicht mal ihren Pass mehr dabei gehabt. Der lag im Müll. Und jetzt hast du dir wirklich alles weggenommen. Die wacht morgen auf und kann sich mal ausweisen, die Arme. Nein. Organisation befördert eine Waffenlieferung hier in-game, oder was? Ach so, der fährt auch mit Panzer. Der macht mit Panzer eine Waffenlieferung. Ja, moin. So kann man auch machen, ne? So, ja. Wir brettern jetzt erstmal zur Spielhalle zurück, ne? Ab welchem Monat ich wieder mein Auto abgebe? Also ich habe erstmal nicht vor, ein Auto abzugeben. Ich werde es jetzt erstmal behalten. Vielleicht, wenn jetzt mal irgendwann ein ultra krasser Lambo rauskommt oder so, will ich vielleicht mein Lambo verkaufen und mir einen anderen Lambo holen, aber... Ja, also wenn jetzt irgendwann mal richtig krasser rauskommt, wo ich sage, boah, den muss ich unbedingt haben, weißt du? So neue Aventador-mäßig? Ja, na, nicht unbedingt, vielleicht, wenn die Technik da einfach ein bisschen besser gemacht wird beim Aventador, dann... Nee, ja. Ich meine, ist der Aventador, es müsste doch jetzt bald nächstes Jahr oder so der neue, also der Nachfolger vom Aventador kommen. Ja, vielleicht, müssen wir mal überlegen, den ja. Den gibt's ja schon seit 2013 oder so. Ja, stimmt, das Auto, Leute. Also Aventador feiere ich gar nicht, Real Talk jetzt, das Auto ist so schlimm, Alter, das Auto, das fährt gar nicht geil. Ich dachte immer, Leute, Aventador ist so das Traumwagen, aber... Hey, wie komme ich in den Sicherheitsraum rein? Ich bin bei dir hinten im Büro. Na runter, die Treppe, du musst, das ist so ein Eingang bei der Olna. Okay, pap, alles gut. Alter, wir haben hier irgendeine richtig kranke Mission mit Lester, aber ich weiß nicht so richtig, was das ist. So Leute, jetzt mal ganz kurz, auch bei Stani im Stream, lasst jetzt mal alle ein Like da. Jeder, der noch nicht geliked hat, pusht mal ein bisschen den Stream raus hier auf Ehre, dass wir hier morgen schon streamen. Lasst alle mal ein Like da, verprügelt den Like-Button, ihr wisst Bescheid. Und alle mal ein kostenloses Abo auf Ehrenbruder was da lassen, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Oh, Bruder. Ja, was wir müssen jetzt. Alter, wir müssen uns jetzt ins FIB-Gebäude einsneaken. Boah, okay, krank. Oh, jeez. Aber wo bist du? Ich bin bei dir drin im Auto. Ach so. Okay, das FIB-Gebäude, das ist doch irgendwo in der Stadt hier. FIB. Das FIB-Building. Oder wir müssen das... Das ist doch das, was in der Story abgebrannt ist, wir oder? Wir müssen uns jetzt richtig wie Dings verhalten. Wir müssen uns jetzt Real Talk richtig wie FIB-Agenten verhalten. Richtig wie Agenten sollen wir uns verhalten. Die Ultra-Agenten. Oder aufzufallen. Die 007-Agenten. Das Ding ist, wir nehmen uns immer vor, richtig professionell zu sein, dann ist immer so eine Bummi-Aktion. Ich bin professionell. Okay, wir sind jetzt mal beide richtig professionell, machen wir die Mission, okay? Ja, okay. So wie Auftragsagenten. Ja. Irgendjemand macht ja schon wieder Auge. Nein, der macht nur mit seinem Panzer wieder da Waffenlieferung. So hole ich gleich wieder einen Panzer. Ich weiß jetzt, wo der Panzer ist, wo es den gibt. Ey, das gab's damals aber nicht, dass der Panzer bei Mechanica ist, ne? Nee, eigentlich immer bei Pegasus. Ja, deswegen, das ist voll kompliziert. Dein Panzer? Den Panzer, den du jetzt bestellen musst, kannst du über Mechaniker bestellen. Hä, voll wie krass strange. Das denn? Ja. Aber in welcher Garage ist der hinter denn uns dann? Ist einer mit einem Avenger. Lol. Sag ich doch, da macht jemand auch. Lol, der ist so schlecht, er ist einfach dagegen geflogen. Ich glaube, der wollte nichts machen. Ist der krass gecrashed? Ja, ist nicht schlecht. Achso, ich wollte erstmal hinter so eine Wand fallen. Der muss fliegen wohl nochmal ein bisschen üben. Ey. Oh, Digga, hier ist ein Mordort. Lol, okay, lass mal erstmal ganz normal hin. Ja. Digga, hier ist ein Tatort, Leute. Oh mein Gott. Oh, shit. Beseitige die Agenten. Bruder, wir müssen die langsam. Ja. Leise ausschalten, die Agenten. Hallo? Officer Crimex hier, ich möchte mir gerne den Tatort anschauen. Und ich bin Wir sind aufgeflogen. Wir sind Agenten. Ich hab mir den Tatort erstmal angeguckt, aber wenn ihr nicht wollt, dass wir uns den Tatort angucken, dann müssen wir uns halt anders hier überlegen. Wir hätten euch geholfen. Wir hätten euch geholfen, den Fall zu lösen. So, was hier passiert? Guck mal, was hier passiert. Das Gangmitglieder haben sich abgeknallt. Hier war eine Gangschießerei. Oh, ich dachte gerade, wer ist er denn, Digga? Nee, das ist irgend so einer, der uns helfen will. Okay. Guck mal, hier war eine Gangschießerei. Digga, richtig krank. Warte mal, hier ist Sicherheitspass. Ich hab den Sicherheitspass. Durchsuche die Agenten. Hast du den Sicherheitspass? Nee. Nee, irgendwie noch nicht. Du musst die Agenten suchen. Ja, warte, ich durchsuch ihn. Hör auf, ihn zu befummeln, Digga. Was machst du da? Lass den Mann doch da in Ruhe. Ich habe aber seinen Sicherheitspass. Du musst auch noch einen Sicherheitspass holen, Bruder. Ja, warum? Digga, dass du da Leute, wir müssen jetzt in das Sicherheitsgebäude gehen. Ja, klar. Oh, nice, okay, jetzt müssen wir aber erstmal die Cops abhängen. Nee, der andere hat Cops, wir haben keine Cops. Ach, wir haben keine Cops, lol. Ja, Ehrenmann, wir sind ja auch FIB-Agenten, warum sollten die Cops uns jagen?
Naja, wir sind ja der, ihre Vorgesetzten. Nein, ihr steigt bei uns ein. Ey. Ach, Digga, ey, wer ist der Idiot? Fahr. Die machen uns nichts, weil wir sind doch offiziell FIB-Agenten. Das ist ja, voll geil. Der Idiot, der bei uns im Auto sitzt. Ja, wir schauen ja eh gleich aus. Wir gehen doch eh gleich ins Gebäude. Ja, ja. Wo fährst du denn hin? Ja, da steht nur, schüttel die Cops ab. Ach so, ich hab gar keine Cops. Ich hab Cops, weil er sich bei mir ins Auto gesetzt hat. Hm. Deswegen, ich sag dir. Ach so. Warte, Schuf, guck mal, ob ich Lester anrufen kann. Why, hello, how you doing? Nee, ich kann nicht. How can I help? I'll be keeping my eye nee, on you. Ach, Digga, ey, das nervt mich schon wieder, der Typ, Alter. Ja, der kann eigentlich Lester anrufen, theoretisch. Warum kann ich den denn nicht rauswerfen aus meinem Auto? Ja, weil du das zugemacht hast nicht. So, jetzt mit, ja. Ja, du musst Freunde für Freunde Dings. Ja, hab ich doch. Wir sind auf. Du kannst rein, er nicht. So. So. Ja, häng die Cops ab. Sorry, aber für die Aktion musst du noch einmal über den Haufen kommen. Ich glaube, gleich wieder Zeit. Bruder, fahr mal zurück. Wir nehmen mal zur Sicherheit den Panzer auch mit. Warte, ich markiere den. Machen wir Panzer und Night Shark Action. Müssen wir, weil wenn gleich noch mehr kommen, dann wird Katastrophe sein. Oh, warte, ich häng dabei aber noch die Cops ab. Ja, mach das. Darf ich schon? Ja, wir müssen hier dann. Okay, nice. Nee, noch nicht. Wir müssen jetzt geheime Technik klauen. Ich hab markiert. So. Ja, ich weiß, aber Sterne sind gleich weg. V-Friedhof. Jetzt. Sterne sind weg. Stark, Junge. Die Sterne sind weg. Dankeschön für die Likes, Leute. Alle mal. Hier links. Ach, krass, dass der aber auch noch steht, ne? Ja, ich soll ja packen. Dass den noch keiner zerstört hat. So, Leute, lieber auf Sicherheit zum FAB-Gebäude mit Panzer. Das war den hier so ein bisschen absichern. Ah, auf Safety, Mafety. Auf Safety. Nicht, dass die uns einer wieder heute ärgert, Leute, dass wir mad sind. Da hab ich gar keinen Bock drauf. Oh mein Gott, ey! Ah, das warst du, ne? Ey, ich dachte schon, was geht denn jetzt ab? Tja. Nicht so viel denken. Rette ja, die komm Welt. Komm du erstmal hinterher mit deinem langsamen Panzer. Ja, das ist halt das Geile. Du kannst ja mit Nightshark vom Panzer abhauen. Also, Nightshark ist wirklich allgemein das Allround-Auto. Weil theoretisch könnte dich nur einer mit diesem Motorrad kriegen. Mit diesen, weißt du? Ja, aber dann müsste er mich auch fünfmal Das Motorrad ist aber auch so allgemein komplett OP. Finde ich aber auch. Die kommen da angeflogen, jagen in die Luft und sind schon wieder am anderen Ende der Map geflogen. Ich habe den Tarnpanzer, habe ich hier. Okay, warte, hier müssen wir das FIB-Gebäude betreten. Oh, ich bin aufgeregt. Hoffentlich erwischen die uns nicht. Oh, sorry. Sorry, ich bin da. Ich hier meinen Wagen direkt davor. Ich sag mal, das fällt doch gar nicht auf hier mit unserer Hightech hier mit meinem Hightech-Panzer vorm FIB-Gebäude aufzutauchen. Ich warte, bis du hier bist, ja? Ja. Ich das wäre nett. Ey, Leute, wir gehen jetzt hier einfach gleich. Ey, bist du runter oder hochgefahren? Oh. Ja, ich meine Oppressor, ja, Oppressor. Ich finde Oppressor ist wirklich lächerlich. Also das ist eins so stark, das Auto. Hallo, mein Name ist Officer Crimex. Ich bin FIB-Agent. Ich bin ein Gehilfe Stani. Ich bin Gehilfe Stani, okay? Schau mal, und dann ist der Nightshark noch so perfekt, dass ihn hier direkt vor der Tür parken. Ja, Bruder, ich wollte nicht so auffällig mit dem Panzer direkt vor die Tür fahren. Ja, du würdest hier gar nicht reinkommen mit dem Ding. Ganz normal, Digga. Warte mal, laufen vielleicht noch ein bisschen anders. Wir müssen auch laufen wie FIB-Agenten. Wie laufen die denn? Warte mal. Ich kann nicht einstellen, lol. Inventar. Nee, kann ich nicht einstellen. Schade. Okay. Ich finde, wir laufen schon. Hallo! Passiert die Sicherheitsbarriere. Okay, wir müssen jetzt hier mit unseren Digga, wir dürfen nicht so dicht, ne? Ja, langsam. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Ja, es ist ein schöner Tag wie immer. Ja, ich wurde heute Morgen schon angeschossen, aber alles gut. Wir hatten heute Morgen schon da hinten in der Grove Street wieder mal eine Schießerei mit den Gangs. Ja, da haben die knallen sich jeden Morgen gegenseitig. Die knallen sich jeden Morgen dasselbe. Ihr wisst doch, wie es läuft, Jungs. Ganz unauffällig. Klumpi nochmal, Dankeschön. Ja, wir machen jetzt noch einen Kaffee da oben. Ja, kurz einen Donut und einen Kaffee, dann weiter geht's. So. Zack. Nicht so schnell, Digga, du bist viel zu schnell unterwegs, Junge.
So, schönen Tag. Komm her. Ich muss eher mal in die Besenkammer gehen. Bruder, mach doch nicht so auf Heckmeck, Digga. Ich muss immer hier in die Besenkammer gehen. Okay, jetzt musst du diese. Aktivier die App. Du musst ey, Bruder, mach doch mal ganz ruhig, ey. Du bist ja voll aufgeregt. Ja, ich bin aufgeregt, weil wir hier gerade als FIB-Agenten ja, unterwegs sind. Ja, aber wir müssen uns ein bisschen unauffällig verhalten. Du. Ja. Ey. Das ist ja du musst der Signalstärke nahe kommen. Ja, ach nee. Ja, Werner, ja, ich hoffe, dir geht's Kollege. Gut. Guten Morgen, Kollege. Okay, warte, hier wird die Stärke. So, ich muss jetzt mal hinten einen abseilen gehen, ja? Machst hier ein bisschen Sicherheit. Du. Aber hier ist auch noch nicht so voll. Ja, andere Seite, ja, ich hab vergessen, hier ist ja gar nicht das Klo. Ich geh jetzt da hinten richtig die Schüssel destroyen, Bruder. Ey, ich will später Donuts holen. Soll ich euch welche mitbringen, Kollegen? Jungs, okay. Gute Jungs, das Jungs, sind alles heute Jungs hier. Gestern mal wieder ein paar Gangmitglieder abgeknallt. Ganz normale Geschichte hier. Gestern hat einer einen Kaumi geklaut, den habe ich direkt abgeknallt. Gestern hat mich einer schief angeguckt, Junge. Den habe ich auseinandergefetzt. Der wollte mich anzeigen, habe ich ihn abgeknallt. Boah, wir wären wirklich Cops, Digga. Ach du Scheiße, Digga. Oh, Melinda. Das ist Melinda, du Geile. Oh, Melinda war auf der Weihnachtsfeier auch eine ganz wilde letzte Jahr. Oh, wer kommt denn da? Hier kommt einer. Oh! Scheren reich. Oh, oh. Oh, aber hier ist ganz starke Signalstärke. Oh, guck mal. Januk. Oh, was willst du denn? Willst du uns beide auf... Oh, hier ist volle Stärke. Steht das Hackgerät. Geh mal rein. Okay, Officer Crimex, gehen Sie mal rein da. Und jetzt müssen wir unauffällig zum Fahrstuhl. Die hat aber ganz wild geguckt, die eine hier, ne? Oh. Die will uns beide, glaube ich. Guck mal hier. Bruder. Oh. Du weißt, was die ganzen Kollegen aber jetzt... Oh, guck mal ihre Bewegung. Oh, Digga, die tanzt... Ja. Die zeigt auf dich. Die zeigt auf dich. Ja, ich weiß. Bruder, klär dir. Nee, muss jetzt los. Das so eine, die trinkt ein bisschen zu viel, er macht die alles für dich, ja, Digga. Ja, ich weiß. Wir müssen aber jetzt los, Leute. Wir müssen los. Hier, die Melissa, letzte Weihnachtsfeier. Hey, nimm die. Warum rennst du hier mit Knarre rum, Achin, Alter? Pack das Ding weg. Du bist aber lebensmüde. Der ist ja völlig in der Bühne drauf gedröhnt, Junge. Nee, ich zeig dir, die Leute werden immer aggressiver. Die Leute werden immer aggressiver. Deswegen sind sie FAB-Agenten geworden. Du musst zu Hause die Schüssel sprengen. Leute, wir müssen die Schüssel sprengen. Macht's gut. Tschüssi. Oh, scheiße, Digga. Oh, scheiße. Wir sind einfach die besten FAB-Agenten hier in GTA. Wir sind so richtig Bad Cops hier. Ja, ja. Bad Boys. What you gonna do? Musik müssen wir noch anmachen, theoretisch. Aber no copyright. Warte. Kannst du einmal... Oh, ey, globales Signal startet gleich. Oh Gott. Alarmanlage. Oh, ich schieße auf. Komm raus hier. Oh, so wie gemacht, Bruder. Wir waren zu langsam. Komm. Ja, ich komm gleich. Der Flugwagen steht bereit. Oh mein Gott. Komm hier, der Flugwagen steht bereit. Ah, fuck. Wir haben uns entdeckt. Nein, die Tür ist ab. Oh, weg da mit dir. Bad Boys. What you gonna do? I ain't come for you. Das ist ein richtig Stani und ich, wir sind ja die Cops, Digga. Aus dem Weg, Junge! Los, catcht uns doch! Ihr kriegt uns niemals! So, Digga. So läuft das hier und nicht anders. Ein weiterer Tag in als GTA Online. In GTA. Geht zu Starte Ende. Starte den Tag. Wow, mit einer Runde GTA. Was macht er denn hier? Guck mal, der ist ja voll verrückt. GTA mach ich zu meiner Hausaufgabe. Pass auf, da vorne ist Cop-Auto. Ja. Meine Mutter nervt mit Hausaufgabe. Ja, und die Cops auch mit Verfolgung. Jetzt sind die Cops wieder da. Oh ja. DLC ist da. Es raubt mir den Schlaf. Ohne Casino Blackjack komm ich nicht mehr klar. Oh mein Gott. Nein. Digga, nein. Ey, nein. Du weißt, wen wir hier treffen. Der Ziegenmann. Du weißt, wen wir... Digga. Ey, der Ziegenmann. Entweder Cops. Problem ist, uns entscheiden entweder zu den Cops oder zum Ziegenmann. Zum Ziegenmann. Oh Gott, Digga. Fahr rein zum Ziegenmann.
Der Ziegenmann. Wir holen ihn raus. Wir holen ihn hier aus der Kanalisation raus. Komm raus! Leute, kennt ihr noch den Ziegenmann? Digga, das war legendär damals. Der Ziegenmann. Aber komischerweise haben wir immer nur wir den. Halt Mann! Ja? Digga, warte mal, ich hab grad was gehört, glaube ich. Digga, warte mal. Wie? Warte mal, Digga. Hast du den Ziegenmann gehört? Digga, mach mal die Taschenlampe an. Ja, natürlich die Taschenlampe, Bruder. Was auch sonst? Warte. Digga. Ist das hier der Ziegenmann? Warte, Digga. Hörst du den? Hörst du den? Sei mal ehrlich, hörst du den, Max? Nee. Du hörst ihn, ne? Ja. Warte, Digga. Wo? Ich glaube, wir müssen hier lang. Ich glaube, hier werden die Leute. Ich will nicht sagen, ich glaube dir nicht, aber ich habe ihn nicht gehört. Du hast ja also den Ziegenmann. Du hast ja also den Ziegenmann. Hörst du das, Digga? Ja, so ein Klopfen. Lol, aber das ist ganz leise. Oh Gott, Digga! Warte, vielleicht hier hinter diesem Gitter. Ich hab Angst. Oh Gott, ey, das ist echt grad gruselig hier. Ich hab Angst, Bruder. Lass hier abhauen. Warum geht das nicht? Ich will hier weg. Ich will hier weg. Angst vom Ziegenmann. Digga, Stani. Digga, warte. Warte, ich hab ihn gehört, wirklich jetzt, Max. Ich hab ihn gehört, wirklich jetzt. Wo? Ich hab ihn gehört. Ich hab's gehört. Komischerweise nicht gehört. Hörst du das? Lol, was ist das denn? Hallo? Hallo? Ziegenmann! Hörst du das? Der ist da hinten. Digga, habt ihr das da hinten auch gerade gesehen? Oh, Bruder. Bruder, Philipp, hör auf damit. Ich bin das nicht. Hör auf damit, das ist echt unheimlich. Er hat mich. Philipp! Weg! Ich helf dir. Wo ist der? Er ist weg. Der war da gewesen. Raus hier. Ich hab ihn nochmal in die Luft gejagt. Oha, das war mir gerade echt zu unheimlich, Digga. Du hast das auch gehört, ne? Ja. Das kam aus dem Spiel. Der hat mich schon gebissen. Ziegenmann. Wie, der hat dich gebissen? Der hat mich gebissen. Digga, dann wirst du dich bald verwandeln. Raus hier. Dann wirst du dich bald verwandeln, Digga. Was ist das? Oh Gott. Oh. Komm, ich muss hier schnell raus. Raus hier. Das ist mir echt zu krank, Digga. Das ist mir echt zu krank hier. Das ist verrückte Geschichte hier, was ich passiert, Leute. Das ist mir echt zu krank, hier abgeht. Das war der Killer-Clown, glaube ich, auch noch. Der war auch noch da. Der Killer-Clown und der Ziegenmann. Beide. Ich glaube, die waren beide unterwegs gewesen. Stimmt, die wohnen ja hier zusammen. Wohnen da. Okay, Leute, zurück zu das Ding fliegt aber auch, ne? Okay, zurück zu Spieler Next Mission. Der Nightshark ist einfach ein Panzer, Digga. Guck mal, wie der alles wegfetzt hier. Boom, ja, Digga. Ja, aber fahr nicht hier bei den Rockern rein. Die greifen uns direkt wieder an. Das ist die Rockerbande. Das sind alles meine Homies, Digga. Ich bin da Prospect. Ja, weil Prospect auch der Chef quasi da bist, genau. Ja, ich bin einfach Prospect. Das sind alles meine Freunde. Ich bin Hangaround, Digga. Weißt du, was Hangaround ist? Naja. Man ist der Chef. Nein. Ich kenne diese Line von Bushido. Jeder Hangaround macht mir einen auf Vollmember. Also ist wahrscheinlich genau das Gegenteil. Aber Prospect sind doch die Anfänger da, ne? Ja, was, ja. Hangaround? Hangaround ist noch davor. Noch vor Prospect? Ja, ja. Also die Leute, die so ein bisschen so da rumgammeln, so mäßig. Ja, genau.
Also D-King ist quasi ein Hangaround. So, Leute, von heute. Nächste Mission. Nice. Haben wir es wieder geschafft. Ah, lass mal Sultan Classic, die sehen geil aus. Lass die mal klauen. Was willst du klauen? Sultan Classic. Aber für was denn? Für was brauchen wir denn die Sultan Classics? Elektrische oder wollen wir eine elektrische Bohrmaschine holen? Wir brauchen doch eh noch beides. Fluchtfahrzeug? Ja, lass Sultan Classic holen. Warte mal, oder? Und die Bohrmaschine haben wir doch schon, den Tresorraumbohrer. Den haben wir doch schon, Steck die Cashcards weg. Wir haben müssen... wir doch schon geklaut hier. Oh, ja. Guck mal, Alter. Oh, wir können ja Autos auswählen. Oh, wollen wir den neuen Komoda nehmen? Der war eigentlich gut, Alter. Der neue, der aus dem South. Aber was gibt's da noch für Autos zur Auswahl? Also es gibt einmal den Sultan Classic, den Gauntlet Classic, aber das ist so ein Muscle Car. Und hier den Elli. Was ist denn der Elli? Elli ist auch so ein Muscle Car. Lass den neuen Komoda, Digga. Nimm mal den neuen, Digga. Bist du dir sicher, dass du außen bestanden bist, um Fluchtfahrzeugtyp Komoda zu stellen? Ja, Komoda ist gut. Definitiv, den brauchen wir. Ich finde das echt nice gemacht, muss ich sagen, dass du serious dir die Dinge auswählen kannst. So, weißt du, dass du wirklich alles optional einstellen kannst. Das ist geil. Wo ist mein Auto? Wir müssen zum Flughafen. Das ist ein illegales. Er gibt mir seinen Oppressor, Digga. Er ist ein Ehrenmann, Digga. Wo ist mein Night Shark? Er hat mir seinen Kompressor gegeben. Ah, ich habe mit Max mit, du. Bruder, danke. Hier, nimm den mit. Nimm du den. Hol mich ab. Ja, ich komm. Okay, wir müssen jetzt zum illegalen Auto rennen, ne? Das weißt du. Ja. Ich mache nur einen kurzen Stop bei Alice Customs, kurz die Tür reparieren, damit wir nicht so angreifbar sind. Die Tür, hinten sitzt doch eh keiner. Ja, aber die können, guck mal, die können in einem Winkel dir einen Headshot geben. Ah ja, genau. Weil wir das auch mit Sondereinsatzkommando zu tun haben. Naja, aber es triggert mich einfach, dass die Tür weg ist. Ja gut, okay, dann machen wir Reparatur. Naja, also wir müssen jetzt... Ey, nein. Okay, geht gerade nicht. Dann ja, müssen wir doch ohne Tür fahren. Kann man auch hier mitreden? Ey, Crash LOL, schwierig, Brudi. Weil wir reden nicht über GTA. Wir reden nicht über GTA-Sound. Was, wir reden? Achso, nee, über GTA-Sound ist broke zu reden, das ist die Quali ja komplett lost. Ja. Da muss ich ja gleich los. So, Leute, ja, macht mal hier easy die 7000 Likes auf den Stream, Digga. Oha. Haut mal hier ein bisschen Likes drauf. Kann ja wohl nicht wahr sein. Wann so Live-Event? Dass einige Leute noch nicht gecheckt haben, wann das Live-Event heute stattfindet, das macht mich alle. Boah, guck mal, der vor uns hat auch diesen gepanzerten Bentley von dem letzten Ding. Ja, der ist auch geil. Ich fühle den immer noch. Also ich hab den auch so geil getuned, finde ich. Ja, du hast den. Ich hab den ja nicht bekommen. Aber wir haben alle Missionen zusammen gemacht und nur Philipp hat den bekommen, Digga. Also. Ja. Weil ich ihn verdient habe, das ist das Ding. Digga, mach die Augen zu, dann siehst du, was du verdient hast, Digga. Auf jeden Fall, wir fahren jetzt hier zu einem Tuning-Treffen am Flughafen. Bin ich ja mal gespannt, was hier abgeht. Wir müssen so ein bisschen so wie Tuner reden. So wie ja, ich habe jetzt hier die 22er Chromfelgen raufgepackt, Digga. Ja, letztens hat ATU im Sonderangebot wieder einen Chromauspuff gehabt, direkt zugeschnappt. Oh. Ah, neulich im Baumarkt habe ich mir so Chromplatten gekauft. Für meinen Wagen habe ich dran gehämmert. Ich habe mir Spurverbreiterung gekauft. Ah. Jungs, die hier mit uns sind, ihr müsst euch auch so tun, als würdet ihr Tuner sein. Vielleicht am besten Tür aufmachen oder so. Nicht auffällig sein. Ich habe letztens mit meinem Opel Corsa an der Ampel den anderen Opel Corsa abgezogen, weil meiner 3 PS mehr hat. Alter. Boah. Naja, aber bestes Golf 4, Digga. Beste Tuner-Auto ist Golf 4. Beste Tuner-Auto. Oh, da hinten ist es. Oh. Alter, aber richtig geil, was dir das hier sowas das gemacht hat. Das ist geil, Digga. Bin ich wirklich nice. Jo, Jungs. Oh, die hauen ab. Spiel die Fahrzeuge. Wir stehen jetzt. Die hauen mit den Karren ab. Oh Gott, die sind schnell. Ah, Ram die. Nee, warte, die machen nur ein Rennen. Ja. Warte mal, pass mal auf, was ich jetzt mit denen mache. Strecken, komm. Night Shark Action. Ich mach Ansage, Digga. Hallo. Einmal bitte rechts ranfahren. Streckenkontrolle. Hallo. Einmal bitte ranfahren. Streckenkontrolle. Halten Sie bitte die Fahrzeuge an. Okay, warte, wir klauen den ersten. Wollen die
Der erste geklaut. Wir brauchen Waffengewalt. Ich habe einen geklaut. Wo ist der andere, Paul Berger? Okay, der andere ist weiter, ja, weiter vorne. Ja, ich hole ihn. Ihr dürft die Karren noch nicht alle kaputt schießen. Nein, nicht die Karren kaputt machen. Okay, pass mal auf, was ich mit denen jetzt mache. Pass mal auf. Guck's dir an. Max, guck's dir an. Ja, ja. Er brettert mit dem Nightshark hinterher. So, schieß den mal raus. Schieß ihn raus. Oh, Digga, aber nicht getroffen. Er ist weg, er ist weg. Haben ihn, Jungs. Alles gut. Ey, da machen welche Augen. Ja, oh, die Tuner. Oh, ey, Tuner, die Tuner. Nein. Digga, seine Tuner-Freunde kommen. Oh, scheiße, Digga. Mit Motorrad aber. Oh, okay, okay. Komm, let's go. Zur Spielhalle. Yeah. Müsst ihr die Autos zur Spielhalle bringen? Legt euch niemand mit der ATU-Gang an. Schnell weg. Wir sind die ATU-Rassen. Nein, hinter mir ist ein getunter Opel Corsa, Digga. Oh, scheiße. Oh mein Gott. Nein. Bruder, da kommt der Oberbabbo mit dem Nissan, Digga. Mit dem Nissan Skyline. Nein. Da kommt dann oh Gott, Digga. Ach, scheiße, Jerry. Das ist hier der Chef in der Tuning-Szene. Digga, das ist der Chef. Eieiei, Leute. Wir haben uns hier mit einem ganz heißen Pflaster angelegt. Ey, da wird mir richtig schlecht. Boah, der eine macht hier richtig geil so Special-Effekte. Ja, mit seinem Oppressor. Ja, ich sehe gar nichts. Ja, auch gerade vor mir ist so. Ja, das ist hier richtig erst so eine Flugstaffel so. Aber ganz ehrlich, das finde ich nice hier, weil die Leute kennen uns, unsere Zuschauer, ja, hier. Komm, die kommen und fliegen einfach mit, weißt du, machen einfach geil. Ein bisschen mit die Mission. Finde ich cool. Die fucken nicht ab, weißt du, macht Spaß so. Also auch wenn Zuschauer, wenn ihr uns in Lobbys online seht, ihr könnt immer gerne mitmachen, solange ihr halt nicht nervt. So, weißt du, wie ich aber meine, ich muss so sagen, das ist besser geworden. Anfangs, ich sag Leute, das war in der Anfangszeit, war die GTA-Community richtig anstrengend. Das also, war nicht der Abfucker, ja. Aber jetzt mittlerweile ist Community wieder gut geworden, ne? Du konntest auch gar nichts machen mit den Leuten. Ja. Alle. Du wolltest irgendwie so eine. Du hast so geplant, okay, die ganze Lobby mit Abonnenten, ihr macht irgendwas. Weißt du noch, damals so einen auf alle vorm Zug stellen. Ja, Digga, ja. Das hat 2 Stunden gedauert, bis jeder mal mitgemacht hat, weil andauernd hat irgendjemand in die Luft gesprengt. Hier, Host hat verlassen, Lobby. Das war jetzt auch mittlerweile, muss ich sagen, ist echt, guck mal, wir haben die Leute sind reifer geworden. Also ich glaube, wo wir vor ein paar Jahren gestreamt haben, Special aktiv, Effekt. Leute, da konnten wir wirklich gar nichts machen online. Da musste man wirklich nur in extra Sitzung reingehen, ansonsten wäre einfach Katastrophe gewesen. Das ist schon cool geworden. Ja, die Leute sind auch gewachsen mit GTA, älter geworden. Ja, ne, ich glaube auch wirklich. Schau mal, wer damals, zu GTA-Zeiten, warte mal, GTA ist jetzt seit 6 Jahren draußen. Überlegt euch mal, damals ein 12-Jähriger, der vielleicht Abfucker war, ist jetzt 18. Weißt du? Und der hat sich, die Leute, der hat eine Therapie gemacht, ist jetzt kein Abfucker mehr. Auch aus euch könnte das werden. Auch ihr könnt kein Abfucker mehr werden. Auch ihr könnt es schaffen, Leute. Meldet euch einfach bei der Therapieberatung. Genau. Wie werde ich kein Abfucker mehr? Oder Tryharder? Digga, ey. Oh, Fluchtfahrzeuge abgeliefert. Lass mal jetzt Bohrmaschine klauen. Komm mal mit. Bohrmaschine. Komm mal, klauen jetzt Bohrmaschine. Bohrmaschine vom Baustelle. Ja, jetzt haben wir noch 2 Sachen, dann können wir die Hauptmission machen, hey, Digga. Wie machen wir noch die ganzen Optionalen? Bist du besoffen oder was? Ach, die müssen wir auch noch machen. Die können wir, aber ist doch geil. Aber es ist ja eh noch nicht das die ist Endmission. Das ist ja, denn, das wenn, ist ja die Form, wenn wir die Optionalen machen, dann kriegen wir viel, viel mehr Geld. Ach, okay. Nee, weil, ja, aber das, direkt wieder. Los! Digga, aber es ist doch eh noch nicht die Endmission. Das ist nur eine von vielen Hauptmissionen. Und wir machen ja die Vorbereitung von einem. Ja, wir machen hier elektronische Bohrmaschine. Nein, ich glaube, das ist dann kommt der Überfall. Digga, wir brauchen erstmal noch hier die wichtigen Sachen zu erledigen. Ja, die Bohrmaschine holen. Die Waffen, Digga. Ja, die Bohrmaschine haben wir doch schon. Alter, ich dreh durch. Es sind andere Bohrmaschinen. Warum brauchen wir denn 10 verschiedene Bohrmaschinen, Digga? Digga, weil 10 verschiedene Türen sind. Wir brauchen jetzt die Bohrmaschinen. Bohrmaschinen. Die Bohrmaschinen. Oh, jetzt Silas, 21 Euro, dankeschön. Ja, weil wir irgendwas machen müssen. So, Abfahrt. Ey, Silas hat hier gefragt, ob wir glauben, ob unsere Zuschauer mehr Erwachsene oder mehr Kinder sind. Ja, das ist gemischt, auf jeden Fall. Ja, aber schon mehr Jüngere auf jeden Fall. Ja, also aber ich stelle auch ganz auf Ältere, die mich ansprechen. Ja.
Leute, übrigens an dieser Stelle mal kurz ein bisschen Werbung, und zwar, brauchen wir Hype? Wir haben keinen Hype mehr hier. Das ist das Problem, Leute, wir haben keinen Hype mehr hier, sonst hätte ich euch wir Hype gezeigt. Hype mehr, ja. Wir haben alles ausgetrunken. Gibt aktuell auf das 24er-Paket, ja, gibt es 30% Rabatt, einmal mit dem Rabattcode SKILL30, links unten in der Beschreibung. Und Max, wie ist dein Code? Genau, und auch hier für meine Community noch, jetzt am Wochenende auf die 24er-Packs bei Hype Energy, ihr wisst, unser Lieblings-Energy-Drink. 30%, das müsst ihr euch schon auf der Zunge zergehen lassen. Bei mir mit dem Code iCramix30, bei Philipp mit dem Code SKILL30, Leute. Ja, das Problem. Nutzt es auf jeden Fall aus, wer Bock auf Hype hat, also mehr als 30%, viel mehr kann man da echt nicht. So, Leute, Werbung ist wieder Ende. Werbung Ende. Link unten in der Beschreibung. Ich suche die Werkzeugkisten nach Bord. Ja, okay, warte, wir müssen. Nein, Digga, du kannst da nicht einfach hin. Ey, warte, jemand macht Auge. Nein. Warum macht denn jetzt? Nein, nein, das von der Mann. Söldner. Werner, Söldner. Wir müssen jetzt sagen. Pack doch die Knarre weg! Die Söldner schießt auf mich, Digga! Nein, die klären das doch. Gleich kommen hier die Bullen. Welcher 31er hat denn hier Söldner gerufen? Gleich kommen die Bullen. Ey, wer macht denn jetzt hier diese Abfuck-Action? Okay, wir müssen jetzt einfach drauf. Oha, der sprengt hier alle Leute in die Luft, Digga. Ich sag dir ganz ehrlich, ich muss jetzt wieder Dings auspacken, den Panzer danach. Ich wurde hochgejagt schon wieder. Digga, wir fallen noch komplett auf hier. Ich wollte tun, als wäre ich... Oh, das ist einer von uns. Jungs. Ja, ich check jetzt... Hallo. Jungs, ihr dürft nicht, wenn wir Missionen machen, dürft ihr nicht einfach so hier reinbrettern, Digga. Wir machen jetzt hier Baustellenabnahme. Ich suche Werkzeugkisten. Zoll, Schwarzarbeit, hallo. Ich habe eine Werkzeugkiste hier, durchsucht die. Wir müssen einmal bitte die Bohrmaschinen beschlagnahmen. Ich habe eine Bohrmaschine, Digga. Ja, die Bohrmaschinen haben keinen TÜV mehr. Müssen wir jetzt beschlagnahmen. Uns wurde gemeldet, dass hier illegale Arbeiter auf der Baustelle sind. Deswegen müssen wir die Bohrmaschinen mitnehmen. Die Idioten. Ja, dass hier die Arbeit eingestellt wird. So, wir haben die Bohrmaschinen. Das gibt dann eine saftige Steuernachzahlung hier von den Baustellen. Genau, der Nightshark ist einfach so geil, Digga. Guck mal, was ich mit dem Polizeiauto mache. Ja, finde ich schade, dass du die... Die Leute von Ordnungsamt hier so fertig machst. Okay, wir müssen wieder abhauen. Fahren wir jetzt wieder in den Tunnel rein. Tunnel! 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 Tunnel. Wenn du hier rechts runter fährst, kannst du rechts runter, rechts runter, rechts runter. Auf den Highway? Ja, ja, zeig dir. Runter, runter, wir müssen runter von hier. Ja, okay. Wir müssen auf den unteren. Genau. Hast du den coolen Drift gerade gesehen? Ja, aber okay. Und dann den links. 180 Drift. Jetzt links, 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 links. Nee, geradeaus, 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 geradeaus. Geradeaus. Und jetzt links, 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 links. Links, andere Straße. Ach, Start, ach den Tunnel meinst du, ja. Nein, andere Richtung. Richtung. Stimmt, der war nicht hier in der Wand. Der war weiter vorne, ja. Schade, schade, dass man sich nicht im GTA auskennt. Das muss ich an dieser Stelle einfach mal sagen. Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Ja, ich weiß, das wusste ich. Ich weiß doch, ich sende alle, jeder, der mich fragt, wo ich wohne, ich sende natürlich die Adresse auf Instagram raus. Da musst du mir nur auf Instagram folgen, Digga, kriegst du direkt die Adresse und kannst rumkommen, können wir chillen. Können wir einfach, kommt ihr einfach vorbei, chillen wir. Oh, da war der Tunnel. Kommt einfach vorbei, chillen wir ein bisschen. Aber ich muss auf Instagram folgen, Kappa. So. Oh, ich bin wirklich gespannt heute aufs Fortnite direkt, ne? Fortnite Live Event! Live Event! Oh. Live Event! Ich hab schon, wie lang war das? Also, ich glaube nicht, dass du so tief reinknallen musst. Wir kommen einfach auf der anderen Seite wieder raus. Oh, warte, das ist der falsche. Warte mal, ich muss Zell mal kurz links senden. Guck mal, hier ist die Straßenbahn. Philipp! Wallride! Oh Gott! Yeah. Okay, wir haben die Cops abgeschüttelt. So, fahren wir zur Spielhalle hier. So. Okay, Leuten.
Jeder Hangaround macht mir hier einen auf Vollmember. Ey, jetzt bin ich wegen dem hier gegen den Baum geprettert. Er macht hier wieder die Special Effects mit seinen blauen, Tränengas. Bruder, kommt eigentlich heute dein Pool-Video? Ich denke, ja. Oh, geil, ich freue mich schon drauf. Ich freue mich, Leute, wir haben gestern ein Video aufgenommen, das ist zu krass. Das war sehr, sehr nice gewesen. Das war zu insane. Bienenbaum ist drinne. Bienenbaum. Insanicus. So, Freunde, wir sind da. Du hast gerade den einen einfach mit so einer Tür weggeknallt. So einen auf unauffällig jemanden noch umgebrettert. Du hast dir einfach eine Tür gegeben, so ein Ding ist das. So, nice, Leute, die Bohrmaschinen. Baustelle. So, haben wir geholt. Sorry, Joker, ich wollte dich nicht umbrettern. Ja, das kannst du auch mitten des Videos machen, ne? Also das muss nicht direkt zum Anfang sein, das kann auch während des Videos irgendwie sein. Muss mal gucken, ey, was da passt. Hier, ey, guck mal, hier steht die Bohrmaschine jetzt auf dem Tisch. Oh, Bohrmaschine. Oh, warte jetzt. Sorry. Das ist gute Bohrmaschine von Bosch, Bruder. Ah, bist du drin schon? Ja, ja. Du nicht, oder? Okay, warte. Nee, ich komm auch mal rein. So, ich oder sag... Von mir aus starte direkt mit Missions. Ja, wir werden jetzt die Schlüsselkarten, glaube ich, holen. Die Schlüsselkarten. Silas, das Live-Event, du musst einfach nur um 20 Uhr zu der Zeit, wo das Live-Event stattfindet, einfach bei Risk Real sein. Ja. Also, da musst du einfach aktiv sein. Warte, es ist wirklich... Ich will nochmal... Das Auto ist aber auch geil. Warte mal, ich will das mal schnell holen. Wie hieß nochmal dieses Auto, was wir bekommen haben? Durch den Missionsüberfall. Durch den Missionsüberfall? Welches? Hä? Nee, weiß nicht, was du meinst. War das der... Schlagen GT? Nee, ne? Paragon war das. Paragon eher, ne? Warte mal. Ich weiß nicht, was du meinst. Der ist doch auch gepanzert, das Auto. Paragon Air. Ja. Ich erinnere mich nicht an dieses Auto. Doch. Wir müssen den Gefängnisbus entführen. Holy moly Macaroni. Oder, okay, ja, an die ganze Rasselbande, an die ganze Community, die hier gerade in der Lobby ist. Ihr dürft alle gerne mitkommen, aber bitte... Warte noch auf mich. Ja, aber bitte nochmal hier kleiner Retalk. Ihr könnt hier gerne mit uns die Mission machen, mitfahren, aber schießt nicht vor uns irgendwie drauf oder jagt was in die Luft. Wisst ihr, wie ich meine? Warum habe ich denn jetzt 4 Sterne? Die Cops fahren mich an und ich krieg 4 Sterne. Ja, richtig so, weil du ein Krimineller bist. Weil du ein scheiß Krimineller bist. Auf jeden Fall, er jagt nicht alles in die Luft oder schießt vor uns alles kaputt. Wisst ihr, wie ich meine? Weil wir wollen ja hier natürlich auch ein bisschen das für unsere Zuschauer streamen. Kommst du, Stani? Ja, ich komme. Ich muss nur das eine Fahrzeug anrufen. Mann, warum bin ich denn zu nah? Ich verstehe nicht. Das ist auch eine Unlogik. Das laufen wir nicht zu nah an die Fahrzeuge. Okay, Leute. Wir warten hier kurz auf Stani. Wir fahren nicht weiter. Alle hinter mir bleiben. Aber wir müssen halt ein bisschen hier rumfahren wegen den Cops. Wir fahren ein bisschen, aber wir hängen die erstmal ab, wir müssen die eh abhängen erstmal. Nee, entführt den Gefängnisbus, steht da. Ja, aber hängt trotzdem die Cops ab. Geht gar nicht. Klar geht das. Leute, hier ist er. Aus der letzten Heist-Mission. Der geheime Wagen. Oh, der sieht so geil aus. Tschüss. Ach, den meinst du, diesen Bentley. Der sieht so gepanzerte nice Bentley aus. Okay, jetzt komm, Jalla zum Gefängnisbus. Abfahrt. Der ist ja auch gepanzert, ne? Der ist sogar bewaffnet, das Auto. Meiner ist auch bewaffnet. Ja, ja. Aber nee, wir haben, glaube ich, Nightshark hält ein bisschen mehr aus, ne? Ja, Nightshark ist, Bruder, Nightshark ist dieser andere Panzer. Aber dafür ist der, glaube ich, sogar schneller als der Nightshark. Ja, das kann sein. Weil das ist ja ein richtiger Sportwagen. Da müsste man wirklich mal ein Geschwindigkeitsdings machen. So, ich hole jetzt den Gefängnisbus kurz. Boah, ich fahre diese Beverly Hills Hügelstrecken, Leute. Boah, der ist echt geil, der Wagen. Ich feiere den. Auch mit der Lackierung. Und der ist halt gepanzert, ne? Da kann ruhig jemand mal einen RPG-Schuss raufballern. Weißt du, wie viele RPG-Schüsse der aushält? Ich glaube, 3 oder 4 Stück hatten wir mal getestet. Ach, Digga, ich bin gleich tot, weil mir hier so eine Tür fehlt, Digga. Weil hinten die Tür fehlt? Ja, die schießen von hinten wirklich, die treffen mich die ganze Zeit. Boah. Das triggert mich übertrieben.
Okay, der Gefängnisbus ist genau vor mir. Schau hinweg. Ja, Bruder, warte, ich bin immer noch nicht da, ne? Boom, angehalten, Digga. Wie, ja, danke, wie als wäre ich halt gewesen. Danke. Ja, ich hab ihn ja noch nicht rausgezogen. Ja, danke, ich hab ihn ja noch nicht rausgezogen. Ja, ist okay. Danke, dass du mir die Mission mit mir zusammen machst. Finde ich korrekt. Ich bremse ihn hier nur so ein bisschen aus. Du bist einfach ein Ehrenmann, Digga. Ich bremse ihn hier nur aus. Alles gut. Du bist ein richtiger Ehrenmann. Komm zu uns. Wir bremsen ihn aus. Ja, schade. Schade, einfach nur schade. Bruder, wo ist der denn hin, der Gefängnisbus? Der Digga, der ist ja... Oh, Lord, ich bin der ja los. Der bewegt sich doch. Ja, du musst ja überlegen, wo der hinfährt. Ja, natürlich. Ja, ich hab gerade auch nicht... Dass der so schnell ist, okay, wusste ich nice. Auch nicht. Okay, nice. Gute Arbeit, der Typ hier. Ey, Digga, geh mir noch aus dem Weg. Aber gute Arbeit hier mit dem Night Shark. Genau, immer schön den Gefängnisbus ausbremsen. Der darf nicht weiterfahren. Ich stell mich auch einfach vor den. Der ruft keine Verstärkung. Doch, hier ist überall Polizei. Aber wir holen einfach den Gefängnisbus ausbremsen. Und einer, der rausschießen kann, eine Waffe. Nein. Hä, wer hat mich denn jetzt gekillt? Safe, ein anderer Spieler, Bullen, Digga. Nein, Bullen. Lol. Du bist gestorben. Ey. Ja, das ist einfach, weil die Tür fehlt von meinem Auto, Digga. Mann, ich komme ja auch nicht hier gerade rüber, Leute. Ja, ist doch mal jetzt gut. Ich will jetzt wieder auf die Straße kommen. Hallo. So. Leute von heute. Da sind wir. Und da vorne ist der Gefängnisbus. Willst du den fahren? Mach du Gefängnisbusfahrer Crimex. Oha, sind ja, okay. Lol, was geht denn hier ab? Bruder, hier ist ja richtig Session. Okay, warte, ich bin gleich da. Wo ist der Gefängnisbus? Digga, hä? Wo seid ihr denn? Der ist hier auf dem Parkplatz. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Was ist los? Max, wie viel Polizei ist hier? Was ist das? Was ist das? Hä? Guck dir mal an, wie viel Polizei da ist. Durchsuche den Turm der Gefängnisaufseher? Bruder, wir müssen abbauen. Ja, warte. Ach du Scheiße. Aber was denn mit dem Bus? Wir müssen den Turm der Gefängnisaufseher durchsuchen. Keine Ahnung. Der Bus, da im Bus, das war ein Prank. Da ist nichts drinne. Bin schon wieder tot, Digga. Da ist schon wieder so viel los, ey, hier. Ey, da ist richtig viel Polizei. Ich hab noch nie so viel Polizei in meinem Leben gesehen. Leute, ihr könnt nichts machen gegen die Karre, die ist gepanzert, ihr Idioten. Soll ich dich abholen? Ja, wäre nice. Ja, warte. Leute, die denken, die können hier was machen, die Cops. Die denken, die können was machen gegen mich. Ey, wo ist denn mein Night Shark? Wurde der jetzt beschlagnahmt, oder? Wo bist du denn? Bist du hier gelb auf der Karte, oder was? Nein, ich bin der Orange. Warte, so, ich seh. Hör, die können die durchschießen, WTF. Warum? Komm rein. Ja. Komm rein. Digga, die haben meinen Night Shark beschlagnahmt, Junge. Schnell weg da. 4 Sterne schon wieder. Oh. Ja, Bruder, es juckt nicht. Ich kann ruhig über Stacheldraht rüberfahren. Sehr stark, Junge. Ja, guck mal hier, bam. Zack, links, rechts, Kombination. Bam, links, zack. Links, rechts, Kombination. Zack. Weggerammt. Suche den Turm nach dem Gefängnisaufseher. Wir müssen jetzt nicht ins Gefängnis gehen. Aber ich check nicht, als ob wir jetzt den Bus dafür nicht brauchen. Nein, wir müssen Gefängnis... Ach du Scheiße. Bruder, die Cops sind echt krass heute, muss ich sagen. Das ist ja nicht mehr normal, was hier mit den Cops abgeht. Wir müssen ja diese Sicherheitskarte rausholen. Das ist ja das Ding. Ach so. Ja. Aber ich war nicht mal los ans Custom, sondern sind die alle weg eigentlich. Ach nee, können wir ja nicht in der Mission, ne? Probier mal nicht Lester, aber Lester soll ja nicht gehen eigentlich. Nee, geht nicht. Kann ich dir jetzt schon sagen. Bester Autofahrer EU. Richtig nice, wie du fährst. Danke, Digga. Kein Ding für dich, King, Digga. Guck dir das an, hier links-rechts-Kombination. Oh, danke, dass er mich abgelenkt hat. Nein, das sollte so sein. Ich wollte kurz kurze Autowäsche, muss auch mal sein. Ach, kurze Autowäsche, Kurze Autowäsche, siehst du, jetzt geht's wieder hoch hier. Es muss auch sein, auf der Verfolgungsjagd muss das Auto auch gut aussehen.
Alter, die nehmen die Karre richtig auseinander hier, ne? Sicher, der Wagen ist Bruder. Anders, Schrott. Aber 4 Sterne ist auch wirklich, muss man sagen, echt anstrengend. Ja, ja, 4 Sterne ist schon wild. Oh, 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 das ist gar nicht gut. Er trifft uns noch. Das Ding ist halt, ich probiere ihn abzuhängen. Ich fahre da hinten in die Dings rein, in die Schienen. Ansonsten kriegen wir sie nicht abgehangen, glaub mir. Ich weiß halt nicht, ob sich das gerade lohnt, die loszuwerden, weil wenn wir im Gefängnis sind, kriegen wir doch wieder. Wir müssen in den Gefängnisturm uns doch reinsneaken, oder nicht? Ja. Hast du gesehen? Kann sein. Wir fahren da hinten einfach in die Tunnels rein. Easy. Ja, ja, gute Idee. Natürlich ist das eine gute Idee, weil die von mir kommt. Ach, halt deine Schnauze. Hey. Oppressor MK2 nehmen. Ach, nee. Ah, das ist ja zu easy, Oppressor. Ich weiß nicht, ich mag diese Oppressor-Fliegen. Ja, ich weiß auch nicht so. Die sind einfach zu stark und zu krass gemacht. Ich finde, das hat auch nichts mehr mit GTA zu tun, ja, ja. Die Pferde. Die sind auch für Online-Modus, sind die echt Katastrophe, muss ich sagen. So, da können sie fliegen und sieht hier keiner. Kollege, guck mal, der hat den gleich wie ich. Kollege Schnür. Ne, der hat nicht gepanzert, glaube ich. Stimmt. Er hat nicht, den nicht gepanzert. Oh, du bist ja ein Loser, den nicht gepanzerten. erstmal die Leute wegflexen hier. Oh, da vorne sind die Cops. Flex, flex. Flex, flex. So. Yalla, let's go, Leute. Wir müssen in den Turm umsehen. Weiter geht's. Ey, Leute, wir sind hier gerade bei 7700 Likes. Lass mal bitte die 10.000 Likes hier drauf kloppen auf den Stream. Lass mal alle ein Like da. Ehre. Also ich, ganz ehrlich, ich werde hier nicht aufstehen, bevor wir nicht 10.000 Likes haben. So ja, ich hoffe, du kriegst die 10.000 Likes. Ich habe vor, so in 3 Jahren ist es immer noch so. Ja, in 3 Jahren ist es immer noch so. Mittlerweile bist du noch bei 1 Like, weil die Accounts gar nicht mehr gibt auf YouTube. Bitte helf mir. So, jetzt werden wir uns einfach ins Gefängnis reinsneaken, ne? Hallo, das musst du dir mal auf der Zunge zeigen. Nein, nein, im Gefängnisturm, der ist davor, glaube ich. Ey, oder ja, ist er direkt im Gefängnis drinne? Das ist im Gefängnis drin schon. Also die erste Absperrung. Hast du auf die Karte geguckt, oder was? Oder ich bin Gefängnisexperte, ich weiß, wo das ist. Gefängniswärter, Digga, ich war schon mehr in meinem Leben mehr im Gefängnis als draußen auf freien Fuß, Digga. In GTA aber, ne? Nee, in Real Life. Ach so. Stell dir mal vor, so ein 22-Jähriger sagt das. Du bist 22 Jahre und warst 13 Jahre im Knast. 12 Jahre im Knast. Dankeschön, Leute. 9000 Likes, jetzt packen auch noch die 10 hier. So. Haut mal drauf hier. Wir müssen alle mal ein Like, ne? Und ein kostenloses Abo da lassen. Wir kriegen direkt. Oh Gott, das wird eine interessante Mission. Ja, da hab ich doch gesagt, ja, Digga. Man kriegt doch direkt wieder Sterne. Ja, kann ich doch nicht riechen, ja, Alter. Ja, aber wolltest ja nicht hören auf King Crymax mal wieder. Aber erst sagt er gute Idee, dann sagt er schlechte Idee. Ja, aber ich hab's gesagt. Hallo, wir müssen mal kurz rein. Okay. So. Weg mit euch. Weg mit euch. Sorry. Noch ein Problem. Wir wollen ins Gefängnis einbrechen, weil wir die Einbruchbrüder sind und nicht die Ausbruchbrüder. Wir sind die Einbruchbrüder und wir brechen überall ein, selbst ins Gefängnis. Ja, selbst ein Staatsgefängnis ist für uns nichts. Ich geh rein. Komm, Digga. Die Leiter hoch. Warte, ich hab eine Idee. Nein, komm rein! Ich lege hier unten eine Annäherungsmine hin. Ja, genau, dann fliegt das Auto auch nicht in die Luft, ne? Oh Gott. Ist sehr clever. Oh, ey! Nein! Nein, hier ist ein Cop, Digga! LOL! Digga, da war ein Auto einfach da oben. Real Talk, der Cop. Bruder, der hat mich fast gekillt. Der Cop hat mir einfach wirklich einen One-Hit gegeben, ne? Ja, Digga, der war hier hinter der Tür, ich bin auch fast gestorben.
Jetzt muss ich den durchsuchen, den Idioten. Ja, ja, ja. Nein, ich sterbe, nein, ich sterbe, nein, ich werde sterben. Oh, ich bin, und ich bin tot. Ja, ich aber ich glaube, ich habe die Tresorraumkarte. Digga, der Typ hat da richtig gekämpft. Man. Nee, hat man nicht. Ehrenmann. Ehrenmann. Boah, ey, sind so viele Bullen. Der hat einfach gekämpft, Digga. Der hat wirklich gekämpft, Bruder. Ich geh hoch, ich geh einfach ein. Naja, ich mach auch Tür auf. Ich hab gar nicht im Gesicht. Ich hab mich getarnt als Cop. Er hat mich wirklich einfach weggefetzt. Das Ding ist, ich komm hier gar nicht mehr rein. Ja, ich fahr grad rum, ich fahr grad rum. Ja, das wird jetzt schon wieder. Ja, wir hätten den Night Shark halt einfach mitnehmen sollen. Ich bestelle jetzt einen Night Shark, damit das hier wieder läuft, Digga. Ey, hier sind so viele, ne? Alter Schwede. Und die, was war die Ausrüstung da oben, oder was? Die Tresorraum-Schlüsselkarte von dem Kopf. Ich hab den Kopf abgeknallt, aber den muss man noch durchsuchen. Nur das Problem ist, der liegt da oben auf dem Balkon und da wirst du die ganze Zeit abgeschossen von den Leuten von draußen, oh weißt du? Oh Gott, du wirst da richtig gesniped und so, ne? Ja, ja, deswegen. Wir müssen die Leute außerhalb wegballern. Lol. Damit, und einer kann Dings holen. Platz da. Alter, die nehmen uns richtig auseinander, die Cops. Ich sag auf alles, ne? Die nehmen uns richtig auseinander. Ey, jetzt an die ganzen Zuschauer hier in der Lobby, ihr müsst uns jetzt mal helfen. Kommt mal alle und killt mal alle Cops da unten. Alle Cops weg, Mann, dass wir diese Schlüsselkarte durchsuchen können. Komm, rein. Die müssen mit Dings machen, die müssen mit Ich halt alle Cops weg, ich halt hier alle Cops weg. Warte, ich komm. Ja, Bruder, die haben mich schon das ganze Gefängnis abgesichert, das ist das Problem. Ja, aber wir müssen einfach nur diesen Typen durchsuchen. Ja, Bruder. Digga, die Cops fahren hier mittlerweile irgendwelche Autos von Zivilisten und so. Ey, Digga, hier sind so viele Bullen, ich komm da nicht mehr rein. Die Cops fahren mittlerweile Night Sharks, Digga. Ich sag die Retail, ich hab sowas noch nicht gesehen. Ey, ich komm hier nicht mehr durch. Es sind. Digga, was ist das für eine GTA-Mission, ja? Ich schieb ihn weg! Jetzt Tür ist frei, ich geh rein! Halt mir den Ding frei, halt mir den Ding frei! Ich geh rein, hol die Karte. Ja, Mann, nach allem, wie läuft's denn? Okay, ich geh hoch. Das Wichtige ist jetzt, wenn ich den durchsuche, ihr müsst unten alle killen, damit die mich nicht abschießen. Oder ich nehme jetzt alle hoch. Das ist kein Spaß. Ja, ich nehme jetzt alle hoch, Okay, ich durchsuche den Typen. Ey, ich werd irgendwie immer gesniped oder so. Okay, ich durchsuche ihn. Ich darf jetzt keine Schüsse abhauen. Ich hab sie! Nice. Okay, jetzt einfach noch abhauen, schüttel die Cops ab. Schnell, hier ist ein Nightshark, Okay. Ja, mein weißer Nightshark steht unten vor der Tür. Aber lass den da stehen, ich kann perfekt einsteigen. Ja, komm rein. Ja, ich hab den da extra so platziert. Der eine rammt ist weg. Digga, wer rammt mich denn da? Komm rein! Ja, Digga, ja. Okay, jetzt fahr weg. Oh, nein, du hast die meine Tür aufgefahren. Was soll ich machen, wenn du dich zumachst? Wir müssen gleich bei Gelegenheit Platz wechseln, nicht, dass sie mich rausballern. Nein, der Nightshark ist nicht aufzuhalten. Okay, sehr stark, Leute. Ja, der eine rammt die ganze Zeit. Digga, der andere schwarze Nightshark, der rammt die ganze Zeit, Digga. Ich glaube, der will nur helfen, aber er nervt. Digga, was ist denn das? Schieb den doch beiseite. Ja, es geht nicht. Junge, was geht da ab? Ey, das waren so viele Cops, dass ich... Ey, schau dir mal den weißen Nightshark von vorne an. Da siehst du die ganzen Einschusslöcher. Guck mal, wie krank das aussieht. Alter, das war echt eine ganz verrückte Sache. So, ich fahre jetzt wieder zurück. Das war eine Geburt, Digga. Ich glaube, ich kaufe jetzt gleich auch die Nightshark. Bester Karren, Digga. EU West, sag ich dir auch. Hast du zwei Nightsharks? Ich hab zwei, einen weißen und einen Camouflage. Ich hab einfach eine ganze Tiefgarage voll mit Nightsharks. Ey, ich glaube, die hatten auch richtig Sniper gehabt und so. Ich bin einfach, keine Ahnung, einfach wanted war ich die ganze Zeit. Die Cops sind wirklich gewalttätig drauf. Fahr am besten wieder in den Tunnel rein, Bruder. Ja, mach ich auch. Die sind wirklich ganz geil. 9500 Likes, kloppt mir hier die 10.000 drauf, Junge. Und dann lasst mal noch ein Abo da. Ich will dieses Jahr noch die 2 Millionen Abos knacken, Leute. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wie viele Abos hast du denn hier? Ich guck mal, ich hab jetzt gerade 966.000, also 1.966.000. Leute. Digga, das sind einfach noch 34.000, die fehlen.
Leute. Schwer, aber alle King Crimex. Wow. Abonnieren. Ganz klar. Ehre, Kuss geht raus. Wer nicht abonniert, Bruder, wir sind keine Kumpels mehr. Wir waren alle Kumpels, Leute, aber wenn ihr King Crimex nicht abonniert, ich dann, küsse dein Herz, Bruder. Dann sieht's kritisch aus. Das ja, Max vorbei, ist bei Digga. Mir oben. Max ist bei mir oben, Freunde. Der ist über mir. Das ist ja einfach die Einbruchbrüder-WG. Das ist das Einbruchbrüderhaus. Wir sind selber hier eingebrochen. Ich wollte gerade sagen, das hat eigentlich schon anderen gehört, aber wir sind hier eingebrochen. Wir sind einmal eingebrochen hier. Das ist gar nicht mein Streaming-Haus. Warte mal, ich setz dich mal kurz. Ey, der Joker ist da! Nein! Nein! Der Joker! Bitte, Joker, bitte mach uns nichts an! Bitte tu uns nichts an! Bitte tu uns nichts an, Joker! Digga, geh weg vor der Tür hier, Junge! Ach, Digga, verpiss dich schon von der Tür. Du kommst hier nicht rein. Kann ich rein, bitte? Beschafft. Nein! Flying Ant-Man, nein! Oder das Auto dürfen nur Premium-Leute. Nur die Einbruchbrüder fahren hier mit dem Auto. Das ist das Einbruchbruder-Auto. Ihr dürft alle mitfahren, aber das hier ist VIP-Karren. Hier fahr du mal, ich bestelle mir mal einen Nightshark. Wo gibt's den Nightshark? Guck mal. Ah! Diesen... Oh nein, der Zug! Ah! Nightshark vs. Zug! Mach mal, gib Gas! Nightshark vs. Zug! Gib Gas, Bruder! Nein, oh! Okay, da kann auch der Nightshark nichts machen. Guck mal in diesen Militärshop. Warte, halt an, ich fahr. Digga. Guck mal in diesen Militärshop, ja. Sind wir die Nightshark Bros jetzt? Die Nightshark Bros! Jetzt müssen wir wieder zur Spielhalle zurück, ne? Bestimmt. Ja, zur Spielhalle wieder. Wasserwerfer ist eigentlich auch geil. Ja, aber ist Schrottauto. Digga, und der ist auch voll günstig, ne? Wenn man sich mal überlegt. Was kostet der Nightshark? Der kostet gerade mal 1,3 Millionen. Ja, geht. Also, das Ding ist, am Anfang sieht der halt, ich finde ungetunt sieht der übelst hässlich aus so. Aber wenn du den so auftunst mit den Panzerplatten, sieht der schon nice aus. Ich muss sagen, für 1,3 Millionen, das ist eigentlich das beste Preis-Leistungs-Auto, ne? Oh, bloß jetzt. Ja, ist schon gut. Nee, nee. Sehr gut. Sehr gut. Habe ich hier manövriert um die Cops rum, Digga. Klonling ist schlecht. So Leute, was sagt der Live-Chat? Was geht? Hab auch Nightshark. Ja, wir sind einfach jetzt Nightshark-Crew, okay? Wenn wir GTA Online sind und alle, die mit Nightsharks kommen, sind einfach unsere Freunde. Wir machen einfach eine Nightshark-Crew auf. Ey, Kramix, früher, ich feier keine fetten Kopfhörer. Ja, Digga, ich feier immer noch keine fetten Kopfhörer. Also ich trage immer In-Ears, Leute, bei mir zu Hause. Aber das Ding ist, ich habe hier vergessen, meine In-Ears mitzunehmen bei Philipp. Und ich habe so, nur AirPods für mein iPhone. Wisst ihr, wie ich meine? Und Stani hat halt hier nur so ein normales Headset, was er mir geben kann. Also, sorry, aber ein weiß-lilanes Headset ist nicht das bevorzugte Ding, was ich trage. Ihr wisst, normalerweise, ich trage immer In-Ears, weil ich finde das... Ich finde, es sieht einfach cooler aus, so. Man hört auch voll gut und es sieht einfach cooler aus, als so ein fettes Ding auf dem Kopf zu haben. Also, einfach meine Meinung, so. Aber es liegt halt, wie gesagt, einfach daran, dass ich hier einfach nichts anderes hab gerade. Jetzt gibt's den Wachmacher! Der Wachmacher? Der Wachmacher. Here we go. Trinkst du eine Energy? Nee, das soll hier Smoothie. Ah, boah, das hab ich, muss mir auch mal gleich noch einen reinballern hier, Digga. Einen reinhacken, Alter. Ein Ingwer-Shot und ein Smoothie, Leute. Oh, mein neuer Nike-Truck wurde geliefert. Ingwer-Shot und Smoothie, das ist das Frühstück der Champions. Nee, das ist was anderes. Das Frühstück der Champions ist was anderes. Was ist das Frühstück der Champions? Das sag ich hier nicht. Das sag ich nicht euch. Weil ihr es nicht wissen dürft. Aha. Ich muss aber kurz meinen Nike-Shark gleich mal tunen, ja? Ich muss kurz Pause machen. Ja, alles gut. Dann kann ich meinen anderen auch reparieren. So, machen wir hier erstmal Abgabe. Leute, die immer Eigenwerbung machen, die bann ich immer nachträglich raus. Ja, ich finde das auch nervig. Das Ding ist, diese Eigenwerbung, das bringt euch gar nichts. Nee, bringt auch nichts.
Das bringt doch nichts. Also, und bitte, Leute, wenn irgendwelche Leute was reinschreiben, ey, ich mache ein Gewinnspiel, irgendwas, dann geht da bitte nicht drauf ein, weil das ist zu 99,95% ist das einfach Geschwätz, um Abonnenten zu bekommen. Ich sage euch, kein großer YouTuber oder keiner irgendwie, der auf YouTube Reichweite hat, ist groß geworden, weil er irgendwo seinen Kanallink reingespammt hat, Digga. Oder Gewinnspiele gemacht hat. Ja, oder, ja, also. Dann müsst ihr einfach so unterhaltsam für die Leute sein und nicht durch Gewinnspiele nur, also, naja. So. Ja, so sieht der Nike Shark echt wack aus, Leute. Wack shit. Wack. Warte mal, machen wir jetzt, also jetzt machen wir quasi kurz Pause, ja, oder müssen wir jetzt ich fahr kurz ins Les Customs. Okay. Ich muss nämlich, Okay. Das ist auch einfach, der ist so geil, weil der auch extrem schnell ist, meiner Meinung nach. Ich frag mich, wie ein gepanzertes Auto so schnell sein kann. Real Talk. Das ist wirklich OP-Wagen. Das ist der OP-Wagen, Digga. Guck mal, der ist selbst ungetuned, ist ja schon unnormal schnell, ne? Aber ich finde wirklich so, deine Spielhalle hast du hässlich gemacht, Digga. Hä, was? Mein Spieler sieht voll geil aus. Nee, Digga. Voll schön, weiß-schwarz, Digga, classy. Der Dümer mit deinem weiß-schwarz, wie dein Haus, Digga. Hallo, Junge. Ey, wo ist denn hier der Ausgang? Türplatten, Leute. Hier kommen überall Türplatten ran. Zack. Ich bin mir gerade zu dumm, um rauszugehen. Wo ist denn hier der Ausgang? Motor. Kann mir einer sagen, ah, da oben ist der Ausgang, glaube ich. Oder? Doppelrohrauspuff ist schon geil. Boah, meine sieht richtig böse aus. Oha! Oha, Digga! Also sag dir ganz ehrlich, ich mach hier gerade einen anderen Night Shark, ne? Ich mache hier gerade wirklich einen Night Shark für Digga, ich sag dir, der wird aber nicht besser aussehen als meiner. Deiner sieht gar nicht so geil aus. Ich meine jetzt nicht den weißen, das ist nur mein zweiter, ich meine der davor. Mit den orangenen Platten, Digga. Nee. Oder das bessere Konfiguration gibt's nicht. Ich glaube, ich habe schon so viele Night Sharks in meinem Leben getuned. Ich bin einfach der Night Shark Flüsterer, Digga. Du hast keine Ahnung. Sorry, aber muss ich jetzt an dieser Stelle mal sagen. Ah, okay. Weil mein Night Shark, Bruder. Der sieht aus. Ich glaube, dein Night Shark wird einfach das aussehen. Das Einzige, was hier noch geil wäre, meiner Meinung nach, wäre, wenn Dings drauf wäre. Eine fette Design, so weißt du? Ja, kannst du machen. Boah, Bruder, was ist denn das für ein Night Shark? Lol, so ein Night Shark habe ich noch nie auf der Straße gesehen, weil der einfach zu krass aussieht. Ah, bin ich da mal gespannt, was du da willst. Boah, Leute! Was ist denn das für ein... Boah! Ich sag dir jetzt, Real Talk, deiner ist... Also, dein Night Shark ist gegen mein Night Shark kein Night Shark. Okay. Bin ich schon mal gespannt hier. Dankeschön noch für 5,50 Euro, Katrin. Genau, von Katrin Gabriel, dankeschön. Warum lachst du, Digga? Nur so, Digga. Weil ich dachte, du willst dich verarschen. Digga, du bist so... Ich grüße hier auf Sirius die Leute und du laberst hier immer. Ey, jetzt rammt mich einer weg und dass der Nightshark kaputt geht, scheiße aussieht. Aber ich sag dir ehrlich, mein Nightshark sieht jetzt krass aus. Seid mal ehrlich, Leute, meiner sieht krass aus wie Max sein, oder? Wir werden gleich sehen. Wer rammt mich denn jetzt hier schon wieder? Ey, nerv mich doch jetzt hier nicht immer mit deinem schwarzen Nightshark, ey. Wo bist du denn? Ich bin hier bei der Spielhalle. Ja, komm, ich komme auch. Tuning-Treffen bei der Spielhalle. Ohne treten. Warte, ich bin hier. Digga, was hast denn du für einen hässlichen Scheißhaufen getan? Hey, sieht voll geil aus. Ey, stell deinen mal neben meinen, bitte. Hey, lass mal die Leute entscheiden. Hast du Design drauf? Ja, gibt's. Gibt's Design? Lol, Leute. Camouflage-Muster hab ich drauf. Ich hab Designs gar nicht gesehen, warte mal. Ja, Digga, hast du einfach schon wieder einen Verkaufen getan. Freunde, warte mal. Hab ich Designs übersehen? Süß sieht meiner besser aus. So. Sag ich jetzt mal gar nichts dazu, ne? Sag ich jetzt mal gar nichts dazu. Geh mal aus dem Weg hier. Ja, ich guck mal, die Leute sind richtig krass mit meiner Aus und so.
Ja, komm, wir stellen gleich nebeneinander und dann sollen die Leute mal wirklich entscheiden, Digga. Dann sollen die Leute mal wirklich auf real entscheiden. Freddy, dankeschön, zwei Schweizer Franken. Boah, guck mal, meiner sieht auch mit den Nieten und so, das sieht. Hä, wo gibt's denn Designs, Bruder? Luxury. Gibt's die im Bennys oder was? Nee, 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 bei normal Design einfach. Nein! Hä? Sieck? Ich hab bei mir doch Camouflage drauf. Ja, Leute, wo gibt's Designs? Wo ist mein Design? Wir machen auf Verkleiden. Serbe, wir machen die Mission auf Verkleiden. Freunde, warum habe ich kein Design drauf? Sag mal jetzt Real Talk. Boah, warte mal, Leute. Ich muss das mal kurz anders machen hier. Was ich jetzt aber nicht verstehe, bei meiner Spielo, ne? Bei meiner Spielhalle. Bruder, fahren wir bitte kurz hier ins. Ich habe hier alle Automaten. Kommandozentrale. Okay, Leute, man muss Kommandozentrale machen. In der Kommando. Guck mal, so krank ist meiner, dass ich sogar den ins Kommandozentrale aufgetunt habe. Guck mal, wie scheiße, man. Warum sieht mein Spieler noch so scheiße aus? Ich glaube, ich muss hier noch die Mission. Ey, ich glaube, ganz ehrlich gerade, ne? Ich baue hier gerade eine ganz andere Geschichte zusammen. Ich baue meinen gerade noch krasser, wie krasser er. Oder es geht nicht krasser als den ich habe. Du kannst vielleicht statt orangene Platten rote machen. Dann okay, dann ist vielleicht ein bisschen anders. Aber glaub mir, ich habe die krasseste Kombi. Nein, das geht nicht krasser. Was ich hier gerade baue. Es geht nicht krasser, Bruder. Also ich muss sagen, Leute. Was sagt ihr, ganz ehrlich? Oh, guck mal, wie der von vorne aussieht. Oh mein Gott. Der sieht schon doller aus. Kannst du dich mal verpissen mit dem Auto hier? Hallo. Ich glaube, das, weil ich bei Philipp gerade in der Organisation bin, kann ich hier bei meiner Spielo nichts machen. Warte mal, ich muss eine Kommandozentrale rufen. Die Paulberger stehen hier auf meinem Auto, Digga. Nee, Digga, der ist einfach krank, der Nightshark. Einfach krank. Oh. Einfach kranke Geschichte. Also ich finde, von vorne sieht er geil aus, von hinten sieht er nicht so geil aus. Muss ich mal Real Talk sagen. So, Freunde, wir fahren jetzt noch in die MOC rein. Hast du jetzt bestellt? Ja, ja. Sieht einfach nur wack aus, deiner. Nee, finde ich nicht. Naja, die ganze Zeit zu schießen. Egal, wir sind die Nightshark-Brüder jetzt. Guck mal, jetzt zwei Nightsharks kann man einfach gar nicht mehr aufhalten. Sind einfach unaufhaltsam. So, bringt uns, keine Ahnung was, den fettesten Truck, 1000 Polizeiautos. Der Wagen ist unstoppable. Oh, jetzt haben alle auch ihre Nightsharks ausgepackt. Richtig nice. Nice, Digga, hier alle Nightshark Gang. Gang, Gang, Digga. Gang, Gang. Oha. Okay, warte mal. So, Leute, ich muss erst mal kurz mein Ding tunen. Guck mal, was hier abgeht, ey. Bro, das sind richtig viele jetzt. Ey, kommt mal alle, wenn ihr hier gerade Livestream-Chat hört, macht mal alle Nightsharks hier nebeneinander stellen. Oh, Klumpi, nochmal 20 Tacken, danke schön. Ja, alle Nightsharks nebeneinander. Komm mal alle hier diese Parkplätze, alle hier nehmen, alle so straight, gerade nebeneinander stellen, hier auf diese Parkplätze, aber nur Nightsharks. Digga, warum? Nur Nightsharks hier nebeneinander. Ja. Alle hier neben mir stellen. Ja, Neonlichter machen wir gleich nur, Leute. Ja, das habe ich auch schon mal gesehen. Das eine mit blauen, Digga. Das habe ich auch schon mal gesehen, Bruder. Das sah krass aus. Wir gucken gleich mal kurz rein, was es für Designs gibt. Ja, hier, der eine mit seinem schwarzen Nightshark steht schon da. Perfekt. Okay, da hinten eier noch ein paar andere. Was macht Philipp jetzt? Ich bin gerade hier in der Dings drin, wegen Tarnung. Boah. Dann machen wir hier Nightshark-Tuning-Treff. Oh, da kommt auch noch einer mit seinem Nightshark angeballert. Sehr schön, auch alles straight, einfach gerade daneben stellen. Sehr schön, sehr schön. Ja, ist nice, ist nice. Einfach hier Tuning-Treff. Leute, vielleicht gibt es jetzt doch nochmal eine Änderung in der Lackierung. Ich will mal kurz das gucken. Aber ich habe gar keine Feuerwerkskörper mehr, leider. Sonst könnte ich hier Feuerwerk machen.
Wir können ja schon mal hier kurz so bewerten, wer hier so der coolste Nightshark ist, der bis jetzt hier schon steht. So, da haben wir einmal hier einen so, auch so schwarz-rot mäßig, finde ich auch nicht schlecht, so vom Ding her. Haben wir natürlich meinen auf Orange-Camouflage-Style angelehnten. Dann haben wir hier nochmal einen mit Camouflage, aber im Schwarz-Weiß-Style. Ich finde hier bei dem Schwarz-Weißen finde ich es ein bisschen schade, dass er hier diese Dollar-Felgen nimmt, weil ich finde, das sieht halt übelst. Digga, wer fährt uns denn. Ach, Digga, man wird ja einfach von einem NPC umgefahren, Digga. Also diese Dollar-Felgen finde ich passt nicht auf den Nightshark. Und dann haben wir hier noch auch noch so einen gepanzerten. Finde ich auch cool. Der hat so Offroad-Felgen. Eigentlich auch nicht schlecht, ja. Sieht halt auch sehr brachial aus. So auf Militär-Style angelehnt. Sweet. Freunde. Auf Military-Style. Komm doch jetzt mal her, oder wie lange brauchst du? Ja, ich komm jetzt. Ich komm jetzt, Digga. Ich komm jetzt. Warte. Ich finde, dass dieses Outfit hier von Dollarfelgen mache ich noch weg. Ja, Bruder, Dollarfelgen, also kannst du auf den Lowrider draufpacken, aber auf den Nightshark sieht das ein bisschen, kackt das ein bisschen rein, so no hate. Aber der Choker hier, also das hat, finde ich, krass Outfit, also das finde ich wirklich cool. Ich glaube, ich werde, wo kann man sich denn hier wie so ein Choker schminken, Bruder? Kannst du mal in den Live-Chat reinschreiben? Ich will mir auch so Choker-Make-up machen. Sieht richtig nice aus. Choker, Digga. Boah, Digga, das sieht krank aus, Leute. Alter. Boah, das sieht dolle aus. Also das... Danke für die 10.000 Likes, also das ist gerade... Bruder, ich habe gerade Nightshark, den gibt's gar nicht so zu kaufen. Ja? Ja, okay. Der sieht krass aus, würde ich jetzt... Bruder, schreibt mir mal, schreibt mir hier in den Ingame-Chat rein, Choker. Wo kann man Choker-Make-up machen? Choker geht beim Friseur. Beim Friseur geht das? Ja, hier ist ja direkt ein Friseur. Warte mal. Boah. Ich geh mal hier kurz in den Barbershop rein. Hier ist ja direkt einer. Ich glaube, ich mache mich auch zum Choker. Ach du Scheiße, Digga, sieht direkt doll aus. Ach, ja, kacke, Leute. Her, warte, ich muss noch Lichter machen. Alter, sieht der krass aus, Leute. Holy moly. Der sieht doll aus. So warte, Reifen. Warte, Reifen. Ja. Gesicht, hier Gesichtsbemalung ist das. Tuning nicht. Ah, schusssicher haben wir schon. Ist noch Lichter. Was hier alles gibt mittlerweile. Hä, aber hier ist kein Choker. Hier gibt's keinen Choker, Digga. Gesichtsbemalung hier bei mir. Oh mein Gott, sag mal ehrlich, ne? Ich sag dir ehrlich jetzt. Also ich finde Real Talk. Ich hab den krassesten. Bei mir ist kein Choker, Digga. Lol, Digga, der sieht zu doll aus, Leute. Also der gefällt mir wirklich richtig gut. Und der sieht auch geil aus. Der hat auch irgendwas, finde ich, weil der passt so ein bisschen militärmäßig. Aber der hier. Und der will mal ein Nightshark werden hier. Ach, bist du da? Ja, ich bin da. So, dann schauen wir mal. Ich glaube nur bei Halloween. Ach, schade. War richtig geile Gesichtsbemalung. Boah, der blaue hier sieht aber auch geil aus. Ja, das ist meiner. Schwarz. Das ist meiner. Ach, das. Boah, der finde ich geil. Der sieht geil aus, ne? Finde ich wirklich nice. Auch schön auffällig, das Blau. Ja, okay, ja. Wir machen hier ein Nightshark-Treffen. Wir haben jetzt also, mir gefällt eigentlich persönlich der richtig gut hier. Der sieht richtig geil aus. Aber ja, ich finde es aber ein bisschen zu langweilig für geht. Also, ist halt auf Militärstyle so. Ja, aber das ist schön Militärstyle. Also, ich finde den geil. Und halt, ja, deiner ist okay, Digga, aber ich finde den blauen geiler, sag ich dir ehrlich. Also, ich finde deinen auch schön, aber meiner ist doch nicht nur okay, Digga. Ja, ich weiß nicht, vielleicht weil ich dich so oft gesehen habe, ist okay, ja, ist gut. Egal, wir sind jetzt hier die Nightshark Gang. guck mal, was der macht. Er hat das Thema verfehlt, Digga. Er hat Thema verfehlt. 0 von 0 Punkten, Digga. Thema verfehlt, kommt der immer mit so einer Schrottkarre an. Guck mal, wie viele Kratzer hier drin sind. Hast du das gerade vom Schrottplatz geholt, die Karre, oder was? Okay, komm, alle Nightsharks, alle mir hinterher, komm. Wir fahren alle in einer Reihe. Alle mir hinterher, alle in einer Reihe. Komm, ja, genau, ordnet euch in der Reihe hinter mir an, so, komm. Oder Philipp, komm du mit nach vorne. Ich geh hinten. So, wir sind alle hinter dir. In so einer Schlange, wie so eine Entenfamilie, ja, okay? Seid ihr alle da? Wir sind die Nightshark-Familie. Wir rollen so langsam durch die City. Also Leute, was sagt ihr? Meiner ist am besten, oder? Okay, warte, wir müssen ein bisschen langsam, die anderen... Doch, da kommen die anderen hinterher. Einmal bitte der Militär-Nightshark ein bisschen mehr aufschließen. Oh, Digga, was macht denn der da hinten?
Der ist lost. Er ist lost unterwegs. Ja, jetzt wird hier Night Shark übernehmen, GTA, Digga. Takeover. Night Shark also Takeover. Also ich sag dir ehrlich, der Blaue sieht wirklich am krassesten aus jetzt. Also kann man einfach nichts sagen, kann man nichts sagen, Leute. Das ist wirklich. Also wäre gelungen, wenn ich sagen würde, der wird scheiße aussehen. Okay, Bratan, Bratinas und Bratuchas. So, ab in die Mission so. Hier. Au, 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 au. Ich werde hier von 5 Night Sharks weggeprallt. Ey! So, let's go, nächste Mission. Die nächste Mission wird angenommen, Digga. Gucken, was wir hier noch wegballern müssen. Warte mal. Spaller, lo, 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 los. Und zwar, Ausrüstungstafel sagt... Lass aber auf jeden Fall, Bruder, in diesem Stream noch eine Hauptmission machen. Patrouillenrouten. Hast gehört, Stani? Yeah. Was willst du? Lass jetzt noch eine Nebenmission machen und dann die Hauptmission. Okay. Weil ich habe nur noch eine halbe Stunde Zeit. Weißt du, wie ich meine? Begib mach jetzt nach Little Seoul. Seoul. Ja, wir müssen alle Ausrüstungsmissionen machen, dann kriegen wir mehr Kohle. Ja, dann werden wir heute nicht mehr schaffen dann. Klar, also, schaffen wir noch eine Hauptmission. Wir sind nur 2 Ausrüstungsmissionen. Ach so. Ja. Freunde, wie viele Hauptmissionen gibt das denn überhaupt? Es gibt safe 4-5 Hauptmissionen, wie immer. Hat der Chat das schon geschrieben? Weil wir machen wie viele Hauptmissionen? Nein, aber wir machen die ganze Zeit Vorbereitungen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gibt nur eine Hauptmission, meiner Meinung nach. Nein, niemals. Oder? Also sonst bei so dicken DLCs war es doch immer so, keine Ahnung, 4 von diesen so Hauptmissionen und dann immer so 10 Vorbereitungsmissionen für so ein Hauptding war doch immer. Aber ihr könnt ja mal reinschreiben in den Live-Chat, wäre auf jeden Fall interessant. Ach du Scheiße. Hier ist ein Sicherheitsdienst. Okay, 4 schreiben die. Hier, ja, dachte ich mir doch. Ach du Scheiße, Digga. Ey, wir müssen. Ja, die schießen direkt, Digga. Moin. Was los, Digga? Was los, Night Shark? Gib mir ja alle beiseite, Junge. Alle beiseite einmal, hallo. Mit wem redet ihr hier? Hier sind die Night Shark Pros. Bruder, guck mal, was wir machen. Guck mal, was wir machen, wie die hochnehmen. Oh, das ist Joker. Sorry, falls wir euch teilweise umfahren. Wir sind hier so ein bisschen einfach nur alles am Umfahren. Da kommt einer mit Wasserwerfer. Ich kann nichts machen. Guck mal, wie wir hier die Wachen beseitigen. Mit Wasserwerfer, wir sind einfach Sondereinsatzkommando, wirklich SEK. Der eine ist hartnäckig, Junge. Ja, der überlebt alles. Guck mal hier. So, nice. Da, okay, da ist der richtige Wagen. Wo ist der richtige Wagen? Schnappen. Ja, warte. Nimmst du den? Oh, hier, der vor mir. Ja, wir müssen den Kofferraum öffnen. Ich geh hin. Öffne den Kopf. Ja, wie kann man den denn öffnen? Warte mal, der ist der hier, oder? Das ist der hier. Ich schlag auf! Mach. Oh, nice. Über nice. Okay, pack den Koffer ein. Warte, ich muss ein Foto machen. Achso, ein Foto. Okay, mach ein Foto. Das gibt eine Anzeige. Das ist der Wachplan, wann die arbeiten sind. Ach, ich muss davon auch ein Foto machen. Nee, ich hab gemacht Foto. Das ist der Letzte. Ich muss auch eins machen. Keine Ahnung, warum ich auch eins machen muss, aber... Bruder, wir haben jetzt einfach eine mobile Waschzentrale dabei. Wir haben eine mobile Waschanlage. Digga. Dankeschön. Also das ist wirklich geil. Unsere Community kommt hier und einfach alles wird niedergemäht, Digga. Boah, aber das ist auch ein nice Auto, was er hier hat mit den LMGs oben drauf. Ist auch krank aus. Aber ist, glaube ich, nicht so nice gepanzert, nicht so schnell. Also wir müssen jetzt abhauen von den Cops, Bruder. Weiter geht's. Ich fahr hier in die Baustelle rein. In die Baustelle hier kannst du abschütteln. Ich kann ja auch hier abschütteln. Ich kann auch auf Toilette abschütteln. Digga, ich wollte auch gerade sagen, kannst du auch mein Lörres abschütteln? Hey!
So, hier ist ein Nightshark, Bruder von uns, mit den Dollarfelgen. So, hier sollten wir eigentlich locker die Cops abhängen. Oh, bitte geh weg, geh weg, geh weg, komm, 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 komm. Oh, Ehre, Wachplan beschafft. Cops sind weg. Ab geht's. Nein, nein. Komm, hoch, 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 hoch. Oh, scheiße. Wir sind ein Service, bitte 100 Euro auf PayPal. Ey, ihr seid zu teuer, Leute. Komm ich hier raus, bitte? Ja. Oh, okay, komm, wieder Spilo, ja, alle zur Spilo. Spilo schnell. Wir haben nicht mehr viel Zeit, wir müssen ja auch hier eine Hauptmission machen. Die Sonne lacht, Leute, in der Spielhalle bei uns. Ich ramm den eigentlich voll weg. Ich hab einfach Stand jetzt auch zum Nightshark-Liebhaber gemacht. Ja, ich feier das Ding jetzt wirklich. Ich hab's damals schon gefeiert, aber ich war mal zuvor, das ist die Tune gewesen. Endstufe der Wagen. Endstufe, ja. Wer der halt wirklich, weil der einfach zu so schnell ist auch. Das ja, so noch so ein geiler Sound und so. Ja. Das, bockt schon, bockt schon. Ja, sagt YouTube Money regelt. Ja, Daniel, wo bleibst du? Wir haben auch nur noch wenig Geld auf dem Konto hier. Ich glaube, das wird nur noch für einige DLCs reichen. So. Ich bin jetzt da. Starten mal hier direkt die nächste Mission. Juhu. Also eine Vorbereitung haben wir jetzt nur noch. Dann können wir Hauptmission machen. Warte mal, ich guck mal. Wir haben nicht mehr viel, also es ist hier wirklich nur noch... Also wir haben jetzt noch drei optionale. Aber es sind eigentlich, sind immer die schnellen Dinge eigentlich. Ah, warte mal, wir müssen noch eine Hauptmission machen. Unregistriert. Ach, wir müssen wir machen jetzt immer die Hauptmission noch hier. Ja, mach einfach die wichtigen, damit wir das Ding starten können. Ja, ja, ja. Chill, chill, chill. Alter, da ballert hier jemand mit seinem MCU rein. Ah! Ich hab mein Nike Shark drin vergessen. Warte, ich muss steig einfach schnell ein. Ja, warte, ich ruf dir an. Moose hat hier die Live-Position. Oh, lol. Wir müssen die Türen aufschießen. Oh Gott, guck mal, wie viele Transporter das sind. Digga, was? Okay, let's go, wir müssen stark. Bruder, vor allem, das sind Moose-Fahrzeuge. Wir müssen hier wirklich vom SDK die Waffen klauen, Digga. Komplett krank. Oh, die haben mich platt gemacht. Okay, ich fahre direkt los. Ja, wir müssen eh mehrere Fahrzeuge aufdings, ne? Ja, ja. Wir teilen uns am besten auf. Geht am schnellsten. Was machen denn hier die ganze Zeit bei mir die Cops, Alter? Ah, lol. So, ist der wo ist hier bei mir der nächste? Ist der schlecht? Er fliegt wirklich unnormal bei mir rein. Ey, ich fahr zu dem Noose-Ding auf der Militärbasis. Der kann doch nicht mal Flugzeug fliegen, Leute. Der konnte doch nicht mal Flugzeug fliegen. Am besten ein paar Abonnenten, ein paar Paulberger, geh mit Philipp, ein paar mit mir, die uns dann helfen, die Dinger aufzuhalten. Ja, ich will jetzt erstmal einen Night Shark und dann geht's hier ab. Der eine fährt hier wirklich mit mobile Kommandozentrale rum. Oh, der hat echt cool, das sieht cool aus, das Auto, aber ja, ich glaube, der ist auch nicht so gut gepanzert. Mann, ich soll doch mal meinen Night Shark liefern. Was waren die denn hier für ein Batman-Auto? So, Leute, dann liegt mal erstmal ein Night Shark. Die müssen wir schnell holen. Oh Gott, okay. Hier kann ich den abfangen. Ich muss den Typ abfangen. Den Waffentransport müssen wir hier auf der Route abfangen, Leute. Wir schneiden ihm den Weg ab. Oh, Digga, ich bin so lost. Wo sind die denn alle, diese Waffentransporte? Oh, die sind ja alle da oben, ey. Ich fahr zu dem da auf der Autobahn außen bei Militärbasis. Ja, ich fahr jetzt Sandy Shores. So, Jungs, Abfahrt hier. Abfahrt. Let's go. Steck da. Mach.
Platz da, Digga. Mach mal einen Platz da, ey. So. Müssen wir alle. Wir müssen wahrscheinlich nur. Ich suche. Okay, wir müssen wahrscheinlich nicht alle aufbrechen. Schätze ich mal. Ich glaube alle. Nee. Da, warum wenn, sollten, wenn da Waffen warum drin sind, denn. Warum sollten denn so viele auf der Karte angezeigt werden, wenn wir nicht alle. Ja, weil nicht in jeder Waffe drin ist. Wir wissen zwar da, wo die Noose-Fahrzeuge unterwegs sind, aber wir wissen nicht, wo die Waffen sind. Das ist halt das Ding. So ein Scheiß gerade zusammen, Digga. Hast du überhaupt schon die ersten auf, oder was? Nein, Digga. Der fährt ja die ganze Zeit weg von mir. Ich bin auch so dumm gefahren. Ich wollte dem den Weg abschneiden. Ja, klappt ja sehr gut, dein Weg abschneiden, Taktik. Ja, ich war zu langsam. Ich bin voll den Umweg gefahren. Ach, Digga, ey, die sind auch voll schnell unterwegs, Digga. Bruder, die wissen, dass wir kommen, das ist das Ding. Guck mal, Bruder, wie schnell der Penner ist. Der ist fast ne. Guck mal, ich bin voll den Umweg, so außerhalb von der Stadt und so. Der ist einfach, fährt einfach in die Stadt rein. Ich hätte ihn da einfach abfangen können. Aber nee. Egal, er ist jetzt da vorne. Er ist. Gleich hab ich's. Ja, ich hab den auch gleich. Der geht doch aus dem Weg hier. Oh, was ist hier? So, Digga, jetzt. Ende im Gelände. Bremst den aus! An meine iCramix Army, bremst den Typ mir aus! Jawohl, ich ausgebremst. Ich hab 3 Sterne bekommen easy. Für nix. Musst du hinten aufsprengen, oder was? Oder musst du hinten aufschießen? Kannst du aufschießen mit dem Nightshark? Das ist die Frage. Na ja, ja, aufspringen oh, musst du hinten. Gottes, ja. Okay, hier in meinem war nichts drin. Das war der falsche bei mir. Weiter geht's zum nächsten. Habt ihr gut gemacht, Leute. Beim nächsten auch wieder. Machen wir gleiche Taktik. Machen wir gleiche Taktik. Die Nightsharks bremsen ihn aus. Der Typ mit Oppressor schießt hinten auf. Das war gute Taktik. Nochmal genauso. Alle mir hinterher. Wir fahren das Brettern direkt zum nächsten. Komm. Die fahren wirklich vor einen weg. Ist ja unreal. Ja, ja. Okay, warte, wir müssen jetzt mal kurz auf die Autobahn fahren. Natürlich streamen wir das Live-Event. Ich glaube, ich mache ein Video über das Live-Event. Das würde auch gehen, ja. Also, weißt du, hier so mäßig einen auf unsere Reaktion heute Abend filmen und dann als Video für morgen. Glaube ich auch. Lustig. Danke, Jordan, für die 17. Danke, Jordan, 17 für die 5 Euro. Ich küsse deine Augen. Markier doch, ja, es bringt eh nichts Markierung. Weil die ja eh immer weiterfahren, Bruder. Also, was wollen wir da markieren? Wo ist meine Rasselbande? Wo ist meine Rasselbande? Der Nightshark, der Transporter ist hier direkt vor uns. Okay, sehr gut. Ein Nightshark ist hier, wo ist der Typ im Oppressor? Der hinten aufspringt. Wir brauchen hier Support. Okay, Leute, wir treffen da vorne gleich wieder auf den Waffentransport. Und Ankunft in 5, 4, 3, 2, 1. Hier ist er. Let's go. Bam. Rausziehen. Ich habe ihn ausgebremst. Einer hinten bitte aufsprengen. Ich kann hier keine Munition, keine Dinge rauswerfen. Ey, Leute, ich sag euch Real Talk. Wir kriegen ihn nicht. Der ist einfach zu schnell, der Waffentransport. Ich habe keine Ahnung. Ey. Das ist ja voll komisch. Wo ist denn der Oppressor-Typ? Warum? Ich bremse aus, sprengt auf. Ich glaube, der ist gestorben, hat er geschrieben. Ah, schade. Nicht anschieben, Digga. Der eine schiebt den an. Ausbremsen, nicht anschieben. Von vorne. Von vorne dagegen drücken, nicht von hinten. Ja, stark. Stark. Sehr gut. Ausgebremst. Stark. Digga. Ich hab keine RPG-Schüsse mehr. Nein, fail. Egal, hier. Nein, Annäherungsmine. Okay, nice, ist auf. Ja, da ist eine Waffe drin. Nein, und dann werde ich weggepumpt von den Polizisten. Nein. Okay, warte. Aber egal. Ich hol die Waffe. Ich komm zu dir. Nimm die mit, fahr die Spielhalle.
Ja, ja, alles gut, alles ey, gut. Ey, jetzt bin ich umsonst, ey, das kann doch nicht wahr sein. Was sind das denn für NPCs, die einfach einen umbrettern hier? Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin einmal um die komplette Karte gefahren und genau vor mir machst du den richtigen Waffentransport auf. Ey, das ist ja Katastrophe. Ey, dazu kannst du ja nichts sagen. Das ist doch verarsche. Das ist doch ein Prank gewesen gerade. Fahre einmal um die komplette Insel. Ja, ja. Das war die Aufgabe gewesen. Oh, ey, Nightshark, weiß-schwarzer Nightshark, schieb mal meinen LKW an, schieb meinen LKW an. Obwohl, jetzt bin ich eh fast da. Aber mach den Polizeiwagen weg, dass ich dir die Waffen rausnehmen kann. Warte, Leute, ich muss kurz was machen. Stiehl die Waffe, hey, wie kann man denn da reingehen? Muss ich das Auto hier klauen? Ich glaube, ich muss das Auto hier klauen. Ja, ja, schüttel die Cops ab, jetzt Cops abschütteln. Ich hab die Waffen, Bruder. Oh Gott, das Auto ist ja so langsam. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Bruder. Der Wagen ist ja so langsam. Halt mal, ey Jungs, schießt mal alle Cops von mir weg. Ah, Digga, es wird mal wieder Zeit, Leute. Es wird mal wieder Zeit. Es laggt, Leute, weil ich gerade rausgetappt bin. Komm, letzte Mission, dann haben wir die Waffen. Dann machen wir jetzt die Hauptmission, Leute. Digga, los, wer will jetzt reinschreiben? Wer will jetzt reinschreiben? Ha ha ha. Oh Gott, hier ist jemand mit dem Avenger, Digga. LOL. Ja, ja, ich mache heute mal neue Mods nachher, Leute. Easy. Was geht ab, Jungs? Easy. Tamam. Oder Philipp, wo bist du denn? Ja, ich komm jetzt. Ich bin hier wirklich einmal um die komplette Karte gefahren. Für nix und wieder nix. Sofort, Digga. Ich komme doch. Aber bist du gleich da oder nicht? Nein, ich muss ja in übelst langsamem Auto Cops abschütteln. Weiß-schwarzer Nightshark, schieb mich mal einen Berg hoch. Ja, stark. Hey, Zentrale, was geht ab? Und jetzt schieß mal gleich den Heli weg. Digga, das war doch bestimmt Nico gewesen oder so. Das war doch bestimmt Nico wegen dem Spam, oder? Oha, Digga, der eine macht sich richtig mit Avenger hier Weg frei. Ist das nicht die Zentrale von Uwe, Digga? Der mal hier Best of von Uwe hochlädt. So, jetzt sind wir hier einmal rumgefahren. Katastrophe. Okay, ich muss jetzt hier die Cops abschütteln, dann easy. Ja, Mitgliederchat ist auch im Allgemeinen eh besser. Eigentlich müsste man erstmal Mitgliederchat mehr aktivieren, ne? Ja, ich sag, Mitgliederchat ist auch geil, Bruder. Guck mal, die Leute können für 1 Euro Mitglied werden, so ist das halt eigentlich. Mhm. Sag mal, Euro ist auch viel Geld, aber wenn man jemanden supporten will und so, das ist ein Euro eigentlich nix. Ja, stimmt. Oh nein, da vorne kommt wieder ein Heli. Schieß den Heli weg, Leute. Ey, der eine macht mit diesem einen Avenger hier richtig Welle, ne? Mit diesem AC-Dings da. Oha. Schieß doch den Heli weg, Leute. Es geht bei dem. Ey, Jungs, supportet doch, Mann. Ihr seid hier bei mir, ihr wisst, da vorne kommt ein Heli, schießt den doch weg, Mann. Ja, ich werde beim Event vielleicht auch Mitgliederchat machen, mal gucken. Ich bin noch dabei, hier die Cops loszuwerden. Ja, ich komme die ganze Zeit hinterher, aber ich bin, wie gesagt, immer noch lost. Wenn du kommst, ist der Krieg verloren, Digga. Christoph, dankeschön. Ja, Green Hunter, du hast schon recht. Also das muss ich sagen, das war die wackeste Mission überhaupt für mich. Danke AKK Umlia für die Mitgliedschaft. Oh nein, da von rechts, vom Wasser aus, vom Meer aus kommt ein Heli. Nein, ich darf nicht in den Sensor. Nein, komm, wir schaffen es. Cops abschütteln. Ah, ich bin auch gerade kopflos. Warte mal, gibt's den Busch? Ey, ich sag dir, ich muss mal die Helligkeit hier gleich ein bisschen anders einstellen. So, Leute, Trick 17. In den Busch stellen, da ist man sicher.
Ja, meine Mission. Ja, nice. Genau, meine Mission war einmal um die Map zu fahren, aber ganz klar Geschichte. Oh, danke für die ganzen Subs, die reinkommen. Du hast einfach diese komplette Mission verpasst, so. Ja, ich habe die wirklich komplett verpasst. Du hast einfach gar nicht so eine Action mitbekommen. Nee, nichts. Also für mich war es wirklich einmal komplett um die Karte fahren. Danke, Slow Alpha, Big und Pro Gamer. Ey, du siehst nicht mal, was das hier für ein Waffentransporter hat. Ist das ein krasser Waffentransporter? Ja, da ist halt so eine Leute, jetzt geht's ab. Da ist halt so eine Waffenbox hinten drin. Warte, ich komme. Ich komme jetzt, ich helfe dir jetzt. 700 Meter. Danke. Achso, du musst so ein komplettes Auto klauen, oder was? Ja, Digga, mit der Waffenlieferung. Oha, was geht denn jetzt hier ab? Freunde, küsst eure Augen. Tschüss, Digga, jetzt geht's ab hier. Null. So. Nee, warte mal, ich fahr da nicht rein mit. Ist ja gleich wieder drinnen. So, ich bin da. Spielhalle, bist du schon da? Nein, 900 Meter. Achso, Leute, ich hab dich überholt. Du bist einfach mir vorbeigefahren, du hast nur geholfen. Ja, ja. Vielen, vielen Dank, Digga, für die ganzen Mitglieder, die hier reinkommen. Moritz, Mobile Gaming, Schnitzel, Sosa HD, Jordan, 17 Gamer, YouTube, Currysoße, danke für den Euro, Lukas, Alpa S7, 0332 Gamer, Slow Alpha, Lukas, Notorious, Big, Dankeschön für die ganzen Mitgliedschaften hier. So, ich bin da. Ich bin auch da. Wow! Alter, das war knapp. Du hast gerade alle auseinandergenommen, ne? Mit einem 7-Tonner reingefahren, Digga. Du bist immer mit einem Waffentonner. Ob wir mal wieder in Zukunft einen Spendenstream machen, bestimmt, Bruder. Würde ich sehr gerne mal wieder machen. Können wir echt, wir haben jetzt Streamingcast, wir haben jetzt auch ganz andere Möglichkeiten. Vielleicht mal auch spontan so. Wie gesagt, ich will hier noch ein paar Sachen im Streamingcast einrichten. Dies, das, da fehlt ja noch ein bisschen was. Wenn wir das haben, dann werden wir auf jeden Fall Go machen. Ey, wenn wir jetzt noch zwei Missionen machen. Ja. Dann, warte mal. Ja, warte mal, es sind zwei Missionen noch. Oder ich habe keine Zeit mehr, wir müssen ja jetzt Hauptmission machen. Dann lass eine. Nee, wir können immer noch nicht starten. Ziel, Bargeld, wie können wir die starten? Also ich sag mal, eine Mission kann ich noch machen, aber... Ja, dann lass die noch die Mission machen, auf jeden Fall. Dann nächstes Mal Hauptmission direkt, oder? Ja, genau. Okay. Ist ja auch nicht schlecht. Sicher. Ey, Joker wird mein Auto klauen. So. Ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Waffen abgeliefert. Digga, der eine hat hier richtig viele Dings. Aber Bruder, er hat's einfach nicht geschafft. Er hat einfach nicht geschafft, den Nightshark kaputt zu machen. Hat er so richtig viele Annäherungsmittel? Er wollte, keine Ahnung, der hat richtig Welle wieder gemacht. Er hat richtig Welle gemacht, er hatte einfach keine Chance. Oha, Sicherheit. Der Nightshark, da muss wirklich sehr viel passieren, dass man Nightshark zerstört. Der raucht ein bisschen, so weißt du, das war so ein guten Morgen für den Nightshark. So, der Nightshark ist jetzt erstmal wach geworden nach den ganzen Explosionen. Was geht denn jetzt ab? Was ist jetzt für eine Mission? Digga, für die Mission sagen die, brauchen wir einen Heli mit Waffen. Oha, okay. Ja, Bruder, ich hab da Raketenwerfer, ich schieß die einfach so runter. Wir müssen die Sicherheitslieferung runterschießen. Ey, wir haben nicht so viel Zeit, ne? Warte, zerstöre die Sicherheitslieferung des Casinos. Ja, okay. Ich bin ja gerade mit einem Kollegen unterwegs. Warte mal, ich glaube, ich hole mir wirklich ein Jet, Alex, Leute. Alex, Spiel TV, dankeschön. Leute, wir holen uns, glaube ich, wirklich ein Jet. Alex, Spiel TV, ich hab Dings. Ich hab Philipp gestern noch eine Nackenschelle gegeben. Keine Sorge. Mir hat er das auch geschrieben, ja. Warte, dass, Leute. Dass ich dir eine Nackenschelle geben soll. Dass ich dir eine geben soll. Lol. Ja, ich der hat eine 30er Aktion gemacht. Digga, der will uns einfach gegeneinander aufhetzen. So ist das. Das finde ich schade, Alex, ja? Finde ich schade. Digga, ey. Warum ist mein Auto denn so voll weit weggeparkt? Ich mach einfach easy, Bruder. Ich mach einfach easy. Karren her. So, nehmen wir hier den Helion. Freunde, wir holen uns einfach den Jet und machen das kurz mal mit dem Jet. Auch ein guter Wagen hier. Ich kann zwar nicht Jet fliegen jetzt, Maustastatur, aber ich werde es schon irgendwie hinkriegen. Ja, warte, nimm deinen Wagen. Hast du Star Wars mal geguckt? Ja, ich hab Star Wars mal geguckt. Ich finde, das ist so. Das haben die einfach zu. Weißt du, findest du auch, Max, zu viele Folgen, Episoden, Teile also rausgebracht? Ich, ganz ehrlich, die neuen Star Wars-Teile feiere ich auch gar nicht. Nee, die alten waren geil. Also ich sag mal, die ganz alten und die so Anfang der 2000er, die waren geil. Ja. Also die ersten, ich sag mal, die ersten sechs Teile sind geil, kann man sehen. Ja, spielen. Definitiv. Aber alles, was jetzt noch danach das kam. Das Auslutschen hier, so. Hier eine Serie, hier nochmal drei Folgen, hier. Also, habe ich mir nicht angeschaut, finde ich auch übelst weg. Das ist so, Leute, ihr seid gekommen,
Und die Freundin macht einfach weiter. So ein Ding ist das nämlich. Schön gesagt, Bruder. Um das Beispiel einfach mal zu verdeutlichen. So ist das aktuell mit den Star Wars Filmen. Leider. Kann man nichts machen. Oh Gott. Wir können hier rauf, wir können hier nicht rauf, ne? Ich glaube, der zerstört mein Jet jetzt, nein. Digga, ich habe auch keine explosiven Waffen mehr, das ist so nervig. Ah, wir müssen da hinten rauf fahren. Okay, Leute, unser Nightshark hat schon ein bisschen an Leistung verloren. Oh nein! Oh, jetzt hab ich mich selbst. Ach, Digga, hab ich mich selbst nicht gefunden. Das war so dumm, Digga. Ich wusste nicht, dass die Gepäck wegziehen. Heile, Digga. Egal, einen hab ich. Digga, der kommt da nicht hoch. Ach, der hat da hier dieses Fliegenauto. Danke, Ehrenmann. Warte mal, ich komm bei dir rein. Er hat den DeLorean, Leute. Damit kann er mich rüberfliegen. Oh, Ehre. Ehre. Dankeschön, Bruder. Oh nein, er steht genau vor meinem Jet, der würde ihn jetzt wahrscheinlich kaputt machen. Ich hab wieder ein bisschen Explosive Shit. So, ich fahr jetzt hier mit den Kollegen hier im Nightshark rum. Danke, Bruder. So, Digga. Wir müssen jetzt alle zerstören in dieser kurzen Zeit. Ja, ja, 6 Minuten haben wir noch. 9 Stück. Ah, Digga, komm, beeilen. Fahr doch, Bruder. Ach, ich fahr? Okay, let's go. Okay, ich habe ja aber jetzt zwei Dingspiloten am Start, zwei Jetpiloten. Okay, nice. Ihr müsst uns alle helfen, ihr müsst die Scheißteile zerstören. Ich fahr jetzt, Bruder, ich fahr jetzt hier mit einem in der Stadt rum, weil hier sind 3 in der Stadt. Leute, wie kann man nochmal auf Maus und Tastatur die Dings einfahren? Die scheiß Triebwerke. Welche Taste waren das? Nee. Oh, ich will nichts Falsches drücken. Leute, wie kann ich Dinger einsammeln? Deswegen brauchen wir wahrscheinlich auch einen Heli, weil man hat voll wenig Zeit, um das zu machen. Ja, ja. Oh, oh, oh. 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 Sagt einfach nichts, Digga. Sagt einfach nichts. Sagt nichts. Ey, hier, der Typ, der bei mir hier in dem weiß-schwarzen Nightshark drin sitzt, der mir seinen Wagen gegeben hat. Kannst du mal bitte immer die Spots markieren, wo. Also, ich weiß nicht, ob du die siehst. Nee, er sieht er nicht. Diese, er sieht, ah, das sieht nicht. Er sieht nicht die Casino-Dinger. Wäre nice, wenn er immer die aktuelle Position markieren könnte. Na egal. Dann helft mir einfach die. Wir müssen die zerstören. Muss einfach nur kaputt machen. Teile. So. Der Joker hier, soll nochmal zu mir kommen. Der Joker soll nochmal zu mir kommen. Der Joker. Vor uns ist einer. Hier. Hä? Ach nee, das sind Helis hier. Helis bei uns hier in der Stadt. Der Jet, Digga. Warte, ich. Nein, er hat sich weggefetzt. Komm her, Ehrenmann, Ehrenmann. Ich markier, Digga. Nein, nein, ich markier. Geh du rein. Flieg du, flieg du. Wir können auch. Können wir nicht zu zweit fliegen? Ehrenmann, Digga. Ja, oh, ja, nice. Oh nein, dieser eine Noob. Leute, ich muss unbedingt wieder Controller hier anschließen. Hab ich hier? Fahr. Ich bin noch hier. Kann ich hier einfach. Ich glaube, wir haben keine Zeit. Nee, ich muss dann GTA neu starten. So, zack, 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 hier vorne, nächster. Bruder, wir haben noch 4 Minuten, wir müssen uns beeilen. Ja, ich fliege schon wieder so ein Jet-Noob rum. Fahr doch mit Auto, mach kaputt. Oha, die machen hier Luftbattle. Der Typ, der kann nix, Digga. Er heißt richtig Jet und fliegt einfach wieder letzte. Fliegt noch schlechter, wie ich gefühlt. Naja, schaffen wir nicht mehr 7 Minuten. Ja, wo ist denn hier der? Hä? Wo ist der Typ? Ich sehe nicht auf der Karte. Lass mich fahren, Bruder, lass mich fahren. Ach, hier. Oh, Leute, schießt die mal bitte ab vom Himmel da. Da schauen wir, glaube ich, nicht mehr 3 Minuten noch. Ey, Digga, wer fährt mich denn über den Haufen? Nee, ich hab nicht mehr. Die sind doch alle da am Arsch der Welt, Leute. Ey, Mann, also manchmal arbeitet man echt mit Idioten zusammen. Leute.
Ja, schaffen wir nicht mehr, ne? Hello, this is Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Fahrt doch mich nicht über den Haufen, Alter. Ja, war noch scheiß vorbereitet. Call again. Goodbye. Warte mal, ich muss mal Munition kaufen. Ja, wir müssen auf jeden Fall gleich Autos, Munition, alles direkt auf. Ja, warte, ich will jetzt den einen Pisser erstmal hier abschießen. Leute, schießt mal alle den mit dem Jet ab. Schießt mal alle auf den mit dem Jet. Nervt dich da jemand? Ja, ja. Alle auf den mit dem Jet schießen. Na, ist der gleich weg. Ah, eine Minute. Können wir vergessen. Müssen wir neu starten, Leute. Schade. Nee, das ist ja nicht, ne? Das ist ein anderer. Doch, das ist er. Oh, warum fährt er mich denn um? RIP on stream. Ey, der schreibt dieser NPC-Chat, der schreibt RIP on stream. Ja, weil der schlecht ist, Digga. Hat er dich gerippt? Nee, nee. Digga, er ist so schlecht, er fliegt mit Jet rum. So, komm runter, 1 gegen 1, Digga. Los, komm, 1 gegen 1, Digga. Ich nimm dich hoch, Bruder. Tss. Er ist so schlecht, Digga. Jet mit stärkstes Fahrzeug in GTA und fühlt sich geil, Alter. Wow. Digga, wo ist der Pisser? Bruder. Wo ist der mit? Das ist das gleiche, als würde ich in Fortnite, Digga, ein Bauduell machen gegen jemanden, der keine Materialien hat. Und der fühlt sich cool, ne? So schlecht. Kickt ihn mal alle aus der Lobby raus, Leute. Meldet ihn und kickt ihn aus der Lobby raus. So machen wir das. Gute Idee, stimmt. Gute Idee, Digga. Online. Belästigung, online, Digga, direkt erstmal. Spieler. Belästigung online melden. Spieler und dann NPC-Chat ja. Und dann. Erstmal rauswerfen. Alle rauswerfen, Digga. Und melden wegen Spielbehinderung, Digga. Ganz klare Gesichter, Digga. Melden, Spielbehinderung, Spieler wurde erfolgreich gemeldet. Grüße gehen raus, Digga. Gemeldet. Alle melden, Digga. Wichtig ist, dass ihr alle kickt. Wenn ihr alle diesen Kick macht, wenn ihr die Hälfte der Lobby macht, dann fliegt der. Ich kann Dings nicht mehr, hä? Stopp jetzt. Okay, wir haben es trotzdem abgeschlossen. Ja, lol, trotzdem abgeschossen, wo wir so verkackt. Guck mal, wie er jetzt rumheult. Guck mal, wie er rumheult. Jetzt auf einmal heult er rum. Ja, Bruder, was ist denn das Spielbehinderung, was du machst hier? Du bist ein Stream-Sniper. Er ist ein Stream-Sniper, Digga, das ist Spielbehinderung. Ganz einfache Geschichte. So brauchst du dich nicht wundern, ja? Tja, kann man nichts machen, Bruder. Abgeschlossen haben, Digga. Jetzt heulen sie rum. Das ist immer die, Digga, Stream-Snipen und dann rumheulen. Wardkick won't help. Ja, Bruder, aber melden wird helfen. Macht alle Wardkick, Leute. Macht echt mit. Einfach auf Online-Spieler und den Typen einfach rauswerfen klicken. Ja, ja. So, dann ich gehe zurück zur Spielhalle. Hab mitgewordet. Ehrenmann. Ehrenmann. Ja, Ehre. Die Lobby hält zusammen. 5-0, ey. Er freut sich. 5-0. Er ist so schlecht, Digga. Alter. Ey, Klumpi Nummer 20, Tacken, vielen Dank dafür. Vielen Dank dafür. Ich treffe mich gleich noch mit meiner Freundin hier in Berlin. Dann essen auf Klumpis Nacken, so viel wie der hier gespendet hat, Digga. Oha. Klumpi hat rasiert. So. Ja, Bruder, also die Hauptmission machen wir dann nächstes Mal, ne? Ja, warte mal, wir gucken jetzt mal kurz rein. Guck mal kurz rein. Ah, Digga, dieser Chat greift ab. Digga, dieser Chat ist so ein Müllgeburt, Digga. Leute, Digga, wir müssen nur noch Sicherheitsinfo. Wir haben doch schon alles. Aber wenigstens ist er abgestürzt, der Idiot. Aha. Hä, wir haben... Ach nee. Schreib jetzt. Oh, wir haben noch zwei Missionen. Zum Fliegen. Wir haben noch zwei Missionen. Sicherheitsinfo. Digga, lass das schnell machen. Sicherheitsinfo, das geht, glaube ich, schnell. Zentrale schreibt er, die 5-0 würde er stolz am Montag in der Schule verkünden. Ja. Ey, was wärst du mich über? Oh.
Wo ist der Typ? Ich seh den nicht mehr. Ich seh ihn auch nicht, Digga. Er fliegt, glaube ich, mit Oppressor jetzt rum. Er hat sich jetzt Oppressor geholt. Noch schlechter. Also komm doch mal her, Digga. Leute. Warum fährst du immer weg von mir? Bruder, keine Ahnung, wo du bist. Hier ist so durcheinander. Ich sag euch auf korrekt. Oh, Digga. Er schießt in dem Moment auf mich. Auf korrekt, Leute, der Typ ist. Komm mal rein hier. Ich weiß noch nicht mal, wo der ist, Digga. Das ist das Ding halt. Ich auch nicht. Geh doch mal hier aus dem Weg. Killt den mal alle. Ihr müsst alle den killen, Leute. Äh, 17 Uhr beginnt der Eventstream Fortnite, Leute. 17 Uhr. Ja, Digga, er wird Montag, denn er wird erstmal. Guck mal, er sitzt den ganzen Tag zu Hause, Bruder. Spielt seit 6 Jahren GTA. Der hat noch nie eine Frau in sein Leben angefasst, verstehst du? Und ist stolz darauf, dass er uns hier 7-mal gekillt hat. Und er wird am Montag zu seiner Freundin. Oh. Oha, Digga, er ist wieder am Start. Der wird am Montag dann in die Schule gehen, Digga, und bei seiner Flamme erzählen, dass er mich 7-0 geholt hat. Und ich werde mich am Montag in mein Lambo setzen und werde dann. Aber nicht mal die Flamme hat Bock auf ihn. Ja, und ich werde am Montag mich in mein Lambo setzen, werde zu seiner Mutti fahren und werde mit ihr einfach ein bisschen mit dem Lambo rumfahren. Ja, vielleicht kommt iCramix auch noch vor mir. Oh, okay, wir müssen das Auto holen. Der wurde einfach angefahren. Vielleicht packen wir auch die Mutti in die G-Klasse ein. Okay, Bruder, abfahrt, wir müssen das Auto holen. Welches Auto? Nein, dass die weggefahren ist. Ja, wo ist der denn? Da, hier, das Gebiet hier bei Los Santos Customs. Ah, lol. Oh, die Nike Shark Gang ist wieder am Start. Gang. Hier ist er. Digga, wer brettert denn in mich rein? Der Albaner sagt, er wird eine richtige PowerPoint-Präsentation machen, dass er uns gekillt hat. Jungs, fahrt doch nicht mich an. Fahrt diesen Bruder, wenn ihn welche fragen, Bruder, was ist das Schönste, was du in deinem Leben erreicht hast? Ich hab Standardskill im Stream 7-0. Er wird eine richtige PowerPoint-Präsentation. Jetzt, ich check aus. Nein, brettern die immer in mich rein. Jedes Mal brettern die Leute in mich rein, Digga. Ah, warte, ich nehm die Karre hier. Ja, überfährst mich auf. Du meckerst, dass die anderen in mich reinbrettern. Was machst du? Ja, aber Bruder, weil ich den jedes Mal hatte und dann irgendwie, ich will gerade den weg rausschießen, aber... Ich komm, guck mal, wie viele Leute denen das Auto hinterherfahren, ne? Das ist zu krass. Oh, scheiße. Es laggt auch, die Server laggen auch hier. Das war seine Lebensmission. Warte, ich hol ihn jetzt. Ja, ich hab ihn hier. Alle einsperren, sperrt ihn ein. Genau, Nightshark, sperrt ihn ein. Oh, genau. Nightshark, sperrt ihn ein. Ich hab ihn. Ey, die Saison kann man machen, Jungs. Ich hab ihn doch. Hört auf, Digga, zu viele. Ey. Hört nicht mehr kaputt. Hört doch auf. Digga. Die sind zu krank. Fahr einfach, fahr. Los weg hier. Aber der sieht geil aus, der. Der sieht geil aus. Ich glaub, der hat ein neues Design. So konnte man den doch noch nicht aufkriegen. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Boah, der ist richtig heftiges Muscle-Car, Digga. Und wieder auch brettert hier, Digga. Digga. Leute, der Typ wird nachher so zu seinen Eltern gehen und wird sagen, ey, Mama, Papa, ich hab's geschafft. Die Eltern fragen so, Sohnemann, was hast du denn geschafft? Was hast du gemacht? Hast du im Lotto gewonnen? Hast du die Schule erfolgreich abgeschlossen? Nein, 7-0 gegen Standardskill mit dem Jet in GTA. Ach Digga, ey. Ich,
Man kann hier nicht fahren. Ich kann nicht mehr fahren hier. Hört immer auf, die ganze Zeit mich anzufahren mit deinem Lenkrad. Ich will hier nicht mehr berührt werden. Ey, warte mal, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Klopps ab. Fahren die Dings da. Dann bekommt er eine Ohrfeige von seinen Eltern. Bruder. Man kommt, die machen so am Montag so eine, die machen am Montag so einen Stuhlkreis, ja, in seiner Sing- und Klatschen-Klasse. Und dann muss jeder so klatschen, was er so erreicht hat am Wochenende, ob er im Leben weitergekommen ist, und er wird einfach sagen, 7-0. 7-0 gegen Standard-Skill. Ein Ehrenmann. Na, Nette, danke schön für die Mitgliedschaft. Bruder, was machst du denn? Der Typ mit seinem Nightshark. Digga, du fährst einfach Müll, fahr doch einfach in den Tunnel rein. Bruder, ich war dabei, die abzuschütteln, aber weil... Warum muss man die ganze Zeit mich denn blockieren mit den Nightsharks, Digga? Ja, genau, in sein Leben, Leute, mit dem, wenn er in seinen Lebenslauf reinschreibt, 7-0 gegen Standard-Skill. Digga, er wird einfach jeden Job kriegen, direkt. Er wird einfach... Standard-Skill, can be friends, please. I love you, Standard-Skill. Nein, Bruder, du hast 7-0, du hast es geschafft im Leben. Du hast es geschafft im Leben. Oh, Leute, das... Hier nochmal Trainer. Ey, lass mich fahren, ich drehe echt durch, Digga. Du kannst ja gar kein... Ey, Bruder, ich wollte ja LSK Sims reinfahren. Fahr doch bitte einfach in den Tunnel! Hier, Tunnel. Fahr bitte in den Tunnel! Bitte! Nicht in den Tunnel! Ey! Lass mich fahren! Alter. Ey! Mann, du kannst... Ey! Ey, Digga, na, ey, nee, lass mich fahren, steig auf, steig auf! Ja. Ja, komm, fahr du. Guck mal, wie die hier übertreiben die ganze Zeit. Ja. Ja, und jetzt fahr noch über mich drüber, danke. Ja, und noch... Ey, Leute, warum nervt ihr denn die ganze Zeit so? Digga, weil du nicht mal nix kannst, Digga. Ist deine Schuld, Real Talk. Digga, ich werde einfach jedes Mal, wenn ich kurz davor war, die Cops abschütteln, brettert irgendeiner mit seinem scheiß Nightshark in mich rein. Mach du das jetzt, ich hab keinen Bock mehr. Mach du das. Ja, der eine gibt mir jetzt seinen Nightshark, irgendwann. Ja, aber wir müssen den Gauntlet. Ja! Fahren. Könntest du wenigstens mal gerade. Fahr! Wo? Hä? Er soll fahren, Digga, er soll einfach fahren. Real Talk, Digga. Fahr. Lass mich fahren. Ich kann nicht fahren, Digga. Was nehmen mit dem Polizei-Heli, Digga? Komm. Ey, ich dreh komm. Durch, Digga. Steig ein. Fahr bitte einfach zum Auto. Ich fahr weg. Und du fährst das. Ich fahr das Auto, Bruder. Stell dich so, dass die mich nicht rammen können, genau so. Was halt. Digga, ich sag dir ehrlich. Das so, ist zu jetzt, viel Chaos hier. Das dauert genau 3 Sekunden. Dass Eins, ich hier entkomme. Ja, wenn hier die scheiße Müll nicht. Jetzt regnet es auch noch. Super. Super Grip habe ich jetzt. Super Grip mit dem Muscle Car. So, Leute, jetzt guck mal, was der Standard zu dem Skill hier kurz macht. Aber Max ist wirklich unnormal lost, Leute. Ja, komm, mach, zeig mal. Toll. Er hat mich mit der Orbitalkanone gekillt. Dieser NPC-Chat? Ja. Also, Digga, wer die Orbitalkanone auspackt, Digga, der hat wirklich... Der ist wirklich, tiefer kann man nicht sinken, nee, in seinem Leben. Also es tut mir leid, aber ihr müsst euch so von dem Ranking vorstellen. Lass mal einfach neue Sitzung gehen, Digga. Wirklich so. Hartz IV, Familie Ritter, danach kommt Orbitalkanone, Digga. Familie Ritter kommt sogar noch die Orbitalkanone, Digga. Also wenn man so tief in seinem Leben fällt, dass man jemanden killen muss mit der Orbitalkanone, was ein Freak ist. Digga, dann, also es tut mir leid, aber.
Dann ist vorbei, Leute. Dann ist wirklich vorbei. Das wirklich, also da kommt man auch nicht mehr raus. Aus dem Sumpf, Digga. Ich sag dir ganz ehrlich, also das ist, dann bist du, also dann bist du wirklich verloren. Das geht nicht mehr. Was muss man denn jetzt machen? Schalt die Bestie aus. Ich hab neue Sitze gestartet. Ja, das Problem ist, Bruder, ich hab jetzt keine Zeit mehr. Ja, ich guck noch mal kurz in die Missionen, aber ich glaube, wir haben eigentlich alles jetzt abgeschlossen. Ja, ja, genau. So, Leute, in diesem Sinne, ich muss jetzt hier den Stream beenden, weil ich treffe mich gleich noch mit meiner Alten. Aber es wird heute Mittag noch ein Video kommen, vielleicht sogar heute Abend noch ein Stream, vielleicht mal schauen, ein Video über das Safe-Event. Mal schauen, spontan, Leute, auf jeden Fall könnt ihr euch gleich noch über ein Video freuen. Stani macht hier noch, glaube ich, die Mission zu Ende. Die Hauptmission kommt dann die Tage, machen wir wieder zusammen. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt noch ein paar Minuten bei Stani vorbeischauen. Leute, vielen Dank für den geilen guten Morgen-Stream, hat wirklich Spaß gemacht. Dankeschön für die ganzen dicken Donis. Bis dahin, haut rein, Leute, euer Crymix. Bruder, ich sag euch, Leute, ich muss los. Also, ja, Orbitalkanone musste er auspacken. Wisst ihr, warum man die Orbitalkanone auspacken musste? Weil anders bin ich einfach nicht zu stoppen. So ein Ding ist das. Anders waren wir nicht zu stoppen. Ja, ich sag euch ganz ehrlich, Leute, wenn ich den Controller wieder angeschlossen habe am PC, dann sieht's auch anders aus. Dann kann ich wieder Jet fliegen, Helikopter fliegen, so wie in alten Zeiten, dann werden die alle auseinandergenommen. Aber ich hatte jetzt keinen Bock, Leute. Wir sind eigentlich hier dazu, Missionen zu machen und nicht die ganze Zeit mich mit irgendeinem zu battlen. Dann hätte ich auch einfach den Tarnkampfpanzer holen können, easy peasy dann. So, weißt du, also von daher ist das für mich nichts wert. Wenn ich mich battlen will, hole ich Panzer, dann easy, Freunde. Dann wird da immer rasiert. Dann war es das schon. So, wir gucken jetzt mal kurz in die Mission hier rein. Ah, ich mache das jetzt hier nochmal mit den Sicherheitsinfos. So, Leute, wir machen jetzt hier... Sollen sie jetzt kommen? Wir machen jetzt ein paar... Ich werde jetzt hier ein paar andere Sachen auspacken. Soll er kommen? Wo ist er? Jet, wo bist du? Wo bist du? Komm her. Jetzt komm. Das reicht mir nämlich... Ach nee, warte mal. Die Mission können wir nicht machen. Ey, Klumpi, danke schön für die Zwacken hier. Digga, Klumpi ist Millionär, ich schwör alles, ne? Er donatet hier jetzt schon wieder bei mir. Faiso und Lost, danke schön für die Mitgliedschaften. So, ich warte jetzt, bis er kommt. Hier, Jet, noch mal reinkommen. Ich werde ihn auseinandernehmen, Leute. Ich mache jetzt die letzte Mission noch, dass wir die Hauptmission dann machen können. Und dann wird durchgedreht. Hide and Seek, Rush, ja, keine Ahnung. Ja, Hide and Seek, das Problem ist ein bisschen so ein totes Format, würde ich fast sagen, aktuell. In Fortnite oder in GTA? In Fortnite, denke ich mal, meint ihr? Es geht, ich habe neulich mal wieder eins geballert, das kam eigentlich gut an, ja. Muss ich mal auch wieder machen, ja. Weil, ich glaube, normales Hide and Seek ist mittlerweile ausgelutscht, aber ich habe einen 30er Hide and Seek gemacht. Bruder, weißt du, was ich für eine Watchtime hatte? Ja, das ist immer gut, das ist krass, das kommt Bruder, ich hatte auch, okay, es war ein 19 Minuten Video, aber 9 Minuten 20 Watchtime. Das ist krass, das ist krass. Das war wirklich, also deswegen. Aber das macht doch Spock, aber die Leute trollen auch immer so viel, muss ja immer feste Leute finden. Ja, mach hier die Rasselbande von Essen. Boah, er nimmt die voll mit, ne? Ja, ich hol das Auto, Bruder, ich hol das Auto. Gar kein Ding. Oh, er muss wegkumpeln. So, Leute, jetzt zeige ich euch, wie man ein Auto klaut. Ganz einfache Geschichte. So, achso, wir müssen erstmal das Gebiet absuchen. So. Morgen kommt leider kein Hunger Games, morgen in München. Digga, kannst du Dings nochmal Mark anschreiben, dass er uns mal Flug buchen soll? Sag, wir haben es verplant oder so. Wir haben keine Zeit, ist das? Ich kann ihn auch nochmal schreiben. Ich vergesse, ja, schreib du am besten mal. Jo. Okay, Bro, warte mal, ich muss schnell fertig machen. Ich komm gleich nochmal runter. Jo. So, Leute. Guck mal, Dick, zack, bam. So macht man eine Mission. Easy peasy, haben wir die Karre. Guck mal, nicht mal Cops. Nicht mal die Cops sind gekommen. Hallo. Habt ihr das gesehen? 5 Sekunden die Mission. Wirst du Fortnite weiter auf der PS4 spielen? Ja, so wie es aussieht schon. Aktuell. Lemo361, danke schön. Bruder Klumpi, wo hast du das ganze Geld her, wenn du 15 bist? Bruder, spar mal lieber ein bisschen Geld. Danke hier nochmal für den 10er, aber... Bruder, wenn du 15 bist, solltest du das Geld lieber auf der hohen Kante packen.
Look, I know you're into some pretty disreputable undertakings. I spent so much time thinking about how to stop break-ins at that casino. This is hard for me. But if anybody ever wanted to hit that place, this information could be auspicious. Oh, er gibt uns Security Infos. I want to see Thornton Duggan hurt, and not just by my wrongful dismissal suit. Take care of yourself. Ehrenmann, wir helfen ihn. Er hilft mir. Position der Sicherheitskameras beschafft. Sehr gut. Ja, ich weiß doch, Bruder, da hat mal so ein Kind bei mir gespendet, Leute. Und dann hat die Mutter mich angeschrieben und wollte mich anzeigen, weil das Kind bei mir gespendet hat. Kann man mal machen, ne? Ja, man sieht auch einfach mal wieder meine eigene Klasse so. Man sieht einfach mal wieder... Mit iCrimex klappt sich, Bruder. Er braucht ewig dafür. Und wir machen das hier in einem Zug. Spielst du GTA 5 RP? Ja, ich denke mal, wir werden mal wieder eine Session machen. Vielleicht im neuen Jahr auf den neuen Server, der kommt. Mal gucken. Aber jetzt erstmal aktuell nichts geplant. So. Was sagt der Planungsraum? Wir müssen uns da Masken besorgen. Eigentlich haben wir ja schon Masken, aber... Ich mache einfach, Leute, für die... Wir werden einfach uns noch Masken besorgen. Kann man das hier nicht starten, die Mission? Warte mal, nee, ne? Also, wir werden uns noch Masken besorgen. Ich will, dass alles abgehakt ist. Und dann sind wir eigentlich durch. Ich komme mal mit der Karre hier. Danke, Niklas 07. Gibt wahrscheinlich neue Masken, deswegen sollen wir da mal hinfahren zum Vespucci Beach. Oh. Aber Leute, ich glaube, ich werde jetzt öfter das Ding streamen. Ich finde das eigentlich geil. Vielleicht werde ich immer Samstag, Sonntag so einen Vormittagsstream machen. Ist eigentlich gechillt, oder? Könnte man öfters mal raushauen. Oh, sorry. Gamertube, Digga, ich muss das unbedingt... Ich weiß, ich habe das gesagt, ich mache das schon 20 Mal für Mitglieder, dies, das, Ananas. Aber Bruder, ich habe mich immer noch nicht um den Discord gekümmert. Ich werde das wahrscheinlich auch im neuen Jahr machen. Dezember ist aktuell sehr, sehr stressig. Viel zu tun. Aber im Januar werde ich das alles nachholen, hundertprozentig, mit Ansage. So, wir haben jetzt alles abgeschlossen. Ich habe jetzt noch gerade den Wagen besorgt. Das hat genau eine Sekunde gedauert. Ja, Bruder, weil ich gut bin, weil ich andere, sag ich mal, in eine andere Klasse bin wie du. Guck mal, du bist eher so aufhalten, dies, das, Digga, schlecht, mech. Es gibt irgendwie anscheinend neue Masken, oder was? Hä? Ah, okay, wir haben jetzt die Masken. Raubüberfallausrüstung abgeschlossen, Einsatz, Masken besorgt. Na, du siehst ja vielleicht dämlich aus. Dämlich, aber unerkennbar, das reicht mir. Ausrüstung wird von Organisation transportiert. Achso, das interessiert uns nicht. Warte mal, jetzt müssen wir mal wieder hier zurück. Was sagst du? Wo bist du hier? Und ballerst du auch, Digga? Wirst du es auch ballern? Deine Freundin? Tisch mich leid. Nee, sowas macht er nicht. Ich wusste es doch. Klumpi, die Dankeschön für die Mitgliedschaft, oder? Ja, nee, das Live-Event, das. Also es gab ja noch nie ein Live-Event, was irgendwie verbuggt gewesen ist oder so. Also von daher entspannt, Freunde. Boah, was ist denn hier jetzt schon wieder los? Irgendjemand verfolgt uns. Aber er kann uns nicht verfolgen. Weil wir mit dem Quad zu schnell sind. Guck dir an, wie bändig das ist.
Wie ein Dachs, Junge. Zack. Oh, sorry. Kurz mal ins Café reingeballert. Und rein da drüben. So. Oh, Leute, melden, melden, melden. Er ist wieder da, er ist wieder da. So, Digga, jetzt nehmen wir ihn auseinander. Jetzt werden wir ihn auseinandernehmen, Leute. Der Jet ist wieder da. Der Jet ist wieder da. So, jetzt werden wir ihn gleich mal kurz auseinandernehmen, Bruder. So, wir haben alles abgeschlossen. So, warte kurz, Freunde. Wir müssen den jetzt kurz auseinandernehmen, den einen Typen. Kurz raus. Ja, wo können wir nochmal raus? Da oben, ne? Gibt's nicht so einen Ausgang, oder kann ich nur mit Dings raus? Hier geht's doch raus, oder nicht? Hä, bin ich besoffen? Alle melden, ja, alle melden, alle melden. Alle melden, Leute. Wichtig, wichtig, wichtig. Oder weißt du, diese AirPods, die ich gestern gekauft habe? Im Auto. In meinem Auto sind die noch? Nee, die waren doch, die waren, doch, in deinem Auto waren die. Nee, mein Auto. In der G-Klasse, ne? Nee, nee, die hattest du im Auto gehabt, auf jeden Fall. So. Wie lange ist das zu mir? Keine Ahnung, Bruder. So, wartet mal. Bruder, komm mal schnell in dein. Ich brauch mal schnell in dein Nike Shark. Oh, jetzt ist hier noch so ein Jet drin. Ich hol die jetzt alle, Leute. Werde jetzt alle runterholen hier. Ich werde jetzt alle runterholen, wenn das das Letzte ist, was ich mache. Nee. Danke. Geh doch ran! So, Leute, jetzt ist hier der Tryhard-Modus angeschlossen, Digga. So, warte mal. I'm guessing you don't want a back rub. How can I help? No problem. I'll scramble the signal for one minute. Leute, holt euch an den Panzer, der soll jetzt kommen, der soll jetzt kommen. Wo ist er? Der soll jetzt kommen. Panzer ist da, Digga. Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Wo ist denn der Typ? Ich sehe ihn gar nicht, wo ist denn der? Ah, da ist jemand mit Oppressor. Nice, Digga. Nice, nice, nice. Da ist jemand mit Oppressor. So. Bruder, er soll kommen, er soll kommen. Wo ist er, wo ist er? Wo ist er denn jetzt, Digga? Wo ist er denn, lol? Er ist einfach abgehauen, Digga. Er hat Angst. Oh, er hat Angst, Digga. Er hat Angst, Bruder. Oh, Jet, oh, scary. Oh, oh. Bruder. Er hat einfach Angst. Ja, der ist im Passivmodus, weil er Schiss hat. Genommen, er hat Schiss. Wo ist er denn? Ja, der Chat, der ist Schiss jetzt. Bruder, lachhaft, lachhaft. Leute, da seht ihr mal. Panzer am Start, direkt erstmal Schiss. Direkt Schiss. Easy. So, Digga. Soll er kommen? Soll er kommen?
Ja, alle Kopfgeld noch auf ihn machen, Digga, das ist eine gute Idee. Alle nerven jetzt, Leute, wir müssen richtig nerven. Wer war denn das nochmal? Lamar, ja. What's going on? Ain't you the snake in the grass? I like that shit. Who we gonna rob? Wo ist der denn? Er ist Passivmodus, ne? Weil er Passivmodus ist. Digga, er ist ja so schlecht. Er ist ja so schlecht. Oh, Gottes Willen. Freunde, jetzt hat er Angst. Jetzt, wir haben Panzer, er hat Angst. Schade. Da merkst du mal, was die Leute nichts, dass die Leute nichts drauf haben. Jetzt können wir ein bisschen Gegenwehr geben. Und was macht er? Er hat einfach Schiss, geht im Passivmodus. Tja. Da seht ihr mal wieder. Wie kann man nochmal, wo kann man nochmal Kopfgeld machen? Kann nicht durch, Digga. Meriwether, for all your private security needs. Kann man auch nicht, ne? Lester wird Kopfgeld, okay. Ehremann. What are you prepared to pay? Apparently, there's already a price on it. You want to pick some other schmuck or go hit them yourself? It's up to you. Ich kann kein Kopfgeld mehr aus dir aufsetzen, Bruder. Wow. Weirdo. Er ist im Passivmodus, er ist ein Schisser. Passen wir da durch? Bitte. Nein! Nein, wir passen da nicht durch, ne? Wir passen da nicht durch. Ey, wir sind am Arsch. Oh. Warte mal. Bruder, guck mal, was du machst. Okay, warte mal, wir gehen da durch. Wir kommen da durch. Ich weiß nur noch nicht wie. Okay, jetzt pass auf. Was heißt Passivmodus auf Englisch? Leute, ich komme nicht mehr raus! Guck mal, die kommen mal, guck mal, wir sind hier alle mit Panzer, Digga. Leute, kommt mal alle mit Panzer. Nein, ich. Gottes Willen. Ach du Scheiße, was mache ich hier? Okay, Jungs, wir müssen hier lang. Alle mit Panzer. Ja, wir sind schon zwei Panzer hier, sehr gut. Wir haben immer noch 4 Sterne, ne? Hör doch mal auf rumzuschießen! Oder schmeiß dich raus! Die Cops kommen laufen! Hör mal auf rumzuschießen hier! An erster Stelle freue ich mich erst einfach für Mehmet.
Hör doch mal auf! Warte mal, ey. Leute, ich muss mal kurz hier rausschmeißen. Der Typ nervt ja unnormal. So. Er hat Angst, Leute. Bruder, er hat einfach Passivmodus. Kann man nichts machen. Ja, Voltkick geht, aber wir sind wahrscheinlich zu wenig Leute in der Lobby, die ihn kicken können. Kann man nichts machen. Ja, guck mal, er sagt, er ist nicht im Passivmodus, aber ist im Passivmodus. GG. Scheiße. Kommen wir da durch? Ehre. Ehre. Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich finde ihn noch nicht mal. Ah, Passivmodus, Digga. Juckt nicht. Ist er da? Ist er das da, Digga? Bam! Oh, scheiße, das war der falsche. Oh, Mann. Leute! Wir haben mal wieder jemanden gezeigt, wenn wir mit Panzer unterwegs sind, wenn Panzerfahrer Stani unterwegs ist, haben die Leute einfach Angst. Haben die Leute Angst? Die haben einfach Angst, Leute. Man merkt's. Was soll man da machen? Kann man nichts machen. So, Freunde, wichtige Ansage. 17 Uhr. 17 Uhr wird heute Livestream sein. Der Fortnite-Livestream wird heute um 17 Uhr starten, Leute. Um 20 Uhr wird wahrscheinlich das krasseste Live-Event aller Zeiten stattfinden. Vielen, vielen Dank nochmal an Keegan und Luca S. für die Mitgliedschaft. Nochmal kurze Information für die Leute, die das am Anfang nicht mitbekommen haben. Und zwar Epic Games. Ja. Gut, Digga, auch rein, ja. Später. Also. Später, viel Spaß. Viel Spaß, Digga. Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, und zwar das Event, das ist so groß angekündigt, dass die sogar die Epic Games Mitarbeiter gefragt haben oder gesagt haben, dass bitte nichts geleakt werden soll, weil sich das so um so ein krasses Event handeln soll. Geisteskrank, Leute. Ich bin wirklich unnormal gehypt, freue mich schon drauf. Wird wahrscheinlich eins der krassesten Fortnite-Live-Events überhaupt werden. Bin gespannt. Moritz, danke schön nochmal hier für die Mitgliedschaft, für deine Augen, Bruder. Freunde, das soll's gewesen sein. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir haben mal wieder GTA übernommen. Leute, wir werden übrigens mal, wenn wir streamen, vielleicht morgen, wenn wir streamen, morgen Vormittag vielleicht wieder, wenn wir die andere Mission machen. Also seid gespannt. Das soll's gewesen sein, Leute. Hau da rum, Kuf, da ein Standard zu dem Skill ist.